Ihr wisst ja, vor jeder Sendung gibt es immer eine kleine Erinnerung daran, dass wir eure Unterstützung brauchen. Übrigens, eure Unterstützung ist wichtig. Wir haben jetzt auch Werbepartner, die uns unterstützen. Wir versuchen also, dieses Projekt auf möglichst viele Säulen zu stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, wenn wir jetzt auch Werbung machen, dann müssen wir ja nicht mehr. Nee, nee, weil, das ist natürlich genau der Punkt, wir wollen ja nicht, dass die Werbung in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung unserer Werbepartner. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Sinnfragenkombinator, der so interessante Fragen auswirft wie: Ist Demokratie gefährlich oder ist Macht nervig? Oder ja, hier sollte man Fair Talk unterstützen. Interessant. Die Antwort kennt ihr und alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter diesem Video. Ich sage schon mal im Namen des gesamten Teams herzlichen Dank. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute aus Hamburg. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, wir sind begeistert, dass dieses Thema so ein großes Interesse weckt, auch hier bei unserem Publikum. Klimanarrative zwischen Alarmismus und Wissenschaft ist unser Thema heute, und wir müssen aus diesem Grund über dieses Thema sprechen, weil immer dann, wenn es heißt, es gäbe keine Alternative, dann finden wir müssen Alternativen aufzeigen, weil wenn Wissenschaft an einem gewissen Punkt aufhört, dann klingt das erstmal komisch, weil Wissenschaft sollte eigentlich immer weitergehen und Wissenschaft sollte niemals stoppen, auch bei einem Thema, wo man uns eben immer und überall erzählt, es gäbe keine Alternative. Also Alternativlosigkeit widerspricht Journalismus. Und was mir noch ganz wichtig ist, an dieser Stelle gleich zu Beginn zu sagen, unsere Absicht ist keine politische und es wird auch nie eine politische sein. Unsere Absicht ist es, mit diesem Projekt dazu beizutragen, die Meinungsfreiheit zu erhalten. Und daher möchten wir euch heute mit dieser Sendung Bausteine anbieten, damit ihr euch selbst eine eigene Meinung bilden könnt. Denn unsere Kernfrage bleibt auch heute: Wie wollen wir in Zukunft miteinander kleben, leben, leben? Den hatte ich mir eigentlich für den Schluss überlegt und jetzt ist er schon am Anfang rausgerutscht. Gut. Ich grüße ganz herzlich unsere Gäste heute Abend. Felix Feistel. Hallo Herr Feistel, herzlich willkommen hier bei Fair Talk. Hallo. Guten Abend. Sie sind Journalist und beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Thema Klima. Unter anderem, ja. Und bin gespannt, was Sie uns heute Abend zu berichten haben. Ein herzliches Hallo geht an Anthony Lee. Hallo Herr Lee, guten Abend. Hallo. Sie sind Sprecher von Landwirtschaft verbindet Deutschland und ja, herzlich willkommen zum ersten Mal, sowie auch Herr Feistel heute bei Fair Talk. Schön, dass Danke. Sie da sind. Danke. Zum zweiten Mal bei uns Michael Limburg. Hallo Herr Limburg, guten Hallo. Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sie sind Vizepräsident Europäisches Institut für Klima und Energie, kurz EIKE. Und das letzte Mal, als Sie bei uns waren, das ist ungefähr anderthalb Jahre her, in Dresden, da war es so kalt und heute ist es ziemlich warm. Also man könnte sagen, was die Studiobedingungen angeht, haben wir Extreme. Alles Klimawandel. Und ein herzliches Willkommen, Markus Fiedler. Hallo Herr Fiedler. Guten Abend. Sie sind Biologe und Lehrer. Schön, dass Sie da sind bei uns und da bin ich auch sehr gespannt, wie Ihre Erkenntnisse sind im Jahr 2023. Sie sind ja jemand, der ziemlich tief geht und sich die Materie ziemlich exakt anschaut. Ja? Und wie starten wir am besten in so eine Sendung? Wir haben lange überlegt im Vorwege. Wir haben uns gedacht, wir fangen erstmal mit einem Statement von jedem einzelnen Gast an, damit auch unser Publikum und auch ihr zu Hause wisst, wofür steht eigentlich jeder
der hier am Tisch sitzt. Von daher würde ich gerne Felix Feistel fragen, was treibt Sie an als Journalist, so intensiv sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Diese Monokausalität, die versucht wird herzustellen in dieser Klimawissenschaft, dass CO2 ist das Einzige, was irgendwie relevant ist, das ist mir ein bisschen zu unterkomplex, weil die Wirklichkeit ist einfach komplexer als diese sehr einfache Erzählung. Aber warum haben Sie sich gerade für dieses Thema entschieden? Es gibt ja so viele Themen im Moment und das ist ja schon auch ein Thema, da eckt man ja auch relativ schnell mit an. Man eckt an, weil ich das Gefühl habe, ist es im Grunde so das nächste große Ding, mit dem man versucht, Politik zu machen und gewisse Ziele durchzusetzen. Herr Lee, Ihre Motivation als Landwirt? Genau. Ja, ich arbeite jeden Tag draußen. Das ist ja das, was viele heutzutage nicht mehr machen. Also mit Hand und mit Fleiß morgens aufstehen und auch bei jedem Wetter. Ja, also ich habe keinen 9-to-5-Job. Wir Landwirte alle in Deutschland und weltweit haben keinen 9-to-5-Job. Wir müssen mit den Gegebenheiten, die nun mal gottgegeben da sind und nicht irgendwie vorhergesagt sind, sondern wir leben mit dem, was da ist und damit müssen wir klarkommen. Wir passen uns auch an. Und mich nervt einfach, dass man aufgrund dieser Narrative behauptet, wir sollen hier die Landwirtschaft mehr oder weniger abwickeln in Deutschland oder in Europa. Und das passiert. Und das kann ich auch belegen heute an vielen plastischen Beispielen, die, glaube ich, jeder versteht. Das heißt, Sie sind jemand, der ist täglich davon betroffen? Ich bin täglich von einem Gesetzgeber betroffen, der uns nicht das machen lässt, wofür wir eigentlich da sind, seit tausend von Jahren. Also wir sind diejenigen, die jeden Morgen, wie gesagt, aufstehen, diese Bevölkerung ernähren wollen und das auch können und dann auch so nachhaltig. Nachhaltigkeit ist kein neuer Begriff, Kreislaufwirtschaft ist für uns kein neuer Begriff, das machen unsere Vorfahren schon seit tausend von Jahren und das wird hier heute als der neueste Scheiß verkauft. Ich muss es mal so klar sagen, das ist einfach lächerlich. Das ist ja so, ich komme vom Land, ich spreche Klartext. Also wir haben wirklich Leute da sitzen, die absolut gar keine Ahnung haben. Das wäre noch nicht mal schlimm, wenn sie wenigstens auch Fachleute hören würden. Aber ich kann Ihnen heute hier, ich habe was ausgedruckt von Leuten, die mit unseren Produkten arbeiten müssen, die bei uns das Brot backen und hier Alarm schreien an den Özdemir und ihnen sagen, Herr Özdemir, so geht's nicht. Wir sind nicht in der Lage, das zu machen, was wir wollen, nämlich die Bevölkerung mit guten, nachhaltigen und zwar kostengünstigen Lebensmitteln zu versorgen. Und dann wundern wir uns, dass die Inflation hier grassiert. Und das ist ja kein Zufall. Und es ist mir einfach zu billig zu sagen, Putin hat Schuld oder das Klima hat Schuld. Das ist einfach lächerlich. Herr Limburg, was ist Ihre Position zum Thema Klima kurz zusammengefasst? Eigentlich seit 20 Jahren dieselbe. Seit der Zeit beschäftige ich mich mit diesem Thema, weil ich schon sehr früh gesehen habe, dass dieses unschuldige Gas, ich habe mal gelernt, Spurengas in der Atmosphäre, in der Schule noch 0,04% Volumenprozent vorhanden, nun schuld sein soll an einer Welttemperatur von einer Riesenerde, das kann einfach nicht zusammenpassen. Und mir war von Anfang an klar, wenn das umgesetzt wird, dann wird man das benutzen, um die Luft zum Atmen zu besteuern, die Leute durch Angsterzeugung dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie ohne diese Angst nicht machen würden. Und deswegen dachte ich, dass es Zeit ist, dagegen Aufklärung zu betreiben. Hab mir allerdings nie vorstellen können, dass das über 20 Jahre dauert und nichts bewirkt hat. Herr Fiedler, wofür stehen Sie? Ich habe es eben schon mal gesagt, Sie bohren tief nach, aber... Ja, also ich finde, das ist jetzt, wir haben einen Klimawandel, der ist ganz deutlich. Seit Beginn der Klimaaufzeichnungen sehen wir, dass wir jetzt die wärmsten Temperaturen haben. Und das haben wir verursacht, weil das Ganze beruht auf CO2. Und das CO2 ist von 1890 bis jetzt gestiegen, von 280 ppm auf 420 ppm. Und das haben wir verursacht. Und da sind sich auch 97,1% der Wissenschaftler einig, dass das so ist. Und ja. Und ich finde auch, da muss auch mal die Landwirtschaft auch mal den Gürtel enger schnallen. Und Lebensmittel werden total überbewertet, finde ich. Und... Deswegen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich wollte gerade sagen, Herr Fiedler, ich bin erstaunt über Ihre neuen Erkenntnisse. Genau.
Und deswegen, also auch gerade, weil die Landwirtschaft zu viel Stickstoff ausstößt, das ist ja auch ein klimarelevantes Gas. Seit wann? Müssen Sie dann die Politiker fragen, die das äußern. Okay. Und deswegen müssen auch jetzt Höfe dicht gemacht werden, vor allem in Holland, da geht das ja schon los. Und ich habe gerade gehört, also es geht ja vor allen Dingen um das Ammoniak, das ist ja ein klimarelevantes Gas. Ja, deswegen bin ich dafür, dass wir ganz rigoros CO2 einsparen müssen und einfach mal im Winter weniger heizen und mal einen Schal anziehen. Warum kann ich Ihnen das alles nicht glauben, Herr Fiedler? Wissen Sie, soll ich es jetzt mal sagen, Sie haben mir nämlich vorher geflüstert und gesagt, ich nehme mal die Gegenposition ein. Mir ist das ganz wichtig an dieser Stelle, weil natürlich immer gleich die Frage auch aufkommt, warum habt ihr denn die andere Position nicht am Tisch? Also, Folgendes dazu, und ich sage es immer wieder, und das ist auch bei den Themen Corona so gewesen, das ist bei dem Thema Ukraine-Russland-Konflikt so gewesen, und das ist auch bei diesem Thema so, wir laden ein, aber es kommt niemand. Zu dieser Sendung haben wir jetzt bewusst niemanden mehr eingeladen, weil wir gesagt haben, wir machen das einfach als Aufruf und sagen, wirklich, wir stellen diesen Tisch hier sofort zur Verfügung, wenn sich Menschen bereit erklären, die uns das erklären, was sie den ganzen Tag in den Mainstream-Medien erzählen und sich dann eben auch diesem Diskurs stellen. Also wir sind dafür da, dafür steht dieses Format. Und ich möchte, bevor wir die Diskussion gleich fortsetzen, an dieser Stelle einmal kurz eine Mail vorlesen. Wir haben nämlich vor, ich hatte es schon angedeutet, ich glaube 2 Jahren das erste Mal eine Sendung zum Thema Klima gemacht. Und da hatten wir einen Herrn eingeladen, einen Experten, und haben, ich sage jetzt nicht den Namen, folgenden Absagetext bekommen. Unabhängig von meinem Terminkalender würde ich auch so meine Teilnahme absagen. 99% der seriösen WissenschaftlerInnen sehen keinen Zweifel am vom Menschen gemachten Treibhauseffekt und den dramatischen Folgen. Bei Scientists for Future unterstreichen diese Position rund 27.000 WissenschaftlerInnen. Sie planen nun offenbar, einen Klimawandelleugner und einen seriösen Wissenschaftler in eine Sendung zu setzen, um damit den Eindruck zu erwecken, die Frage des Klimawandels sei noch offen. Das bildet in keinster Weise den wissenschaftlichen Konsens ab. Das letzte Mal, dass ich eine ähnliche Anfrage bekommen habe, war eine vom russischen Staatsfernsehen, die ich auch dankend abgelehnt habe. Ich weiß nicht, warum Sie versuchen, auf diese Art und Weise Quote zu machen. Auf meine Unterstützung können Sie dabei aber nicht bauen. So, das ist der Originaltext so einer Absage, nur damit es einfach auch mal dokumentiert ist. Und nochmal, ich kann es an der Stelle nochmal sagen, wir haben gar keine politische Absicht in irgendeiner Hinsicht. Wir wollen einfach nur miteinander sprechen, weil wir das so wichtig finden, gerade bei einem Thema, das so groß ist und das uns alle betrifft. Und steigen wir doch mal in diese Runde, Herr Fiedler, Sie als Biologe, mal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ein. Der Treibhauseffekt. Ich wollte noch mal auf den Konsens. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Konsens ist das Grundprinzip von Wissenschaft. Also das ist das Wichtigste in der Wissenschaft überhaupt, dass man nicht diskutiert. Also dann setzt jemand ein Ziel fest und alle anderen sagen, es ist dann so. Ja? Das war auch damals bei dem Alfred Wegener schon so. Der hat also dann irgendwann mal herausgefunden, dass es ja so eine Tektonik gibt, eine Plattentektonik, und Kontinentaldrift meinte er herausgefunden zu haben. Und dann haben die anderen auch das genau richtig gemacht. Die haben gesagt, er sei von Plattentektonikfieber befallen und noch andere Unfreundlichkeiten. Und das ist genau richtig so. Das ist also, wenn man nicht in der Diskussion die Inhalte ausschärfen kann, das ist zielführend. Das ist dann auch Wissenschaft. Also für den Fall, dass wir ein Comedy-Format planen hier bei Fairtalk, ja, laden wir Sie auf jeden Fall ein. Ja. Treibhauseffekt. Vom Biologen erklärt. Was ist das? Worum geht's überhaupt? Also der Treibhauseffekt vom Wort her ist das, was ich habe. Ich habe ein Treibhaus, da habe ich einen abgegrenzten Luftraum, der ist mit Glasplatten zum Beispiel gegen die Umgebung abgegrenzt. Von außen strahlt Licht ein, zum Beispiel durch die Sonne. Und das Sonnenlicht hat einen sehr hohen
Infrarotanteil. Dieser Infrarotanteil wärmt ohnehin schon das Material auf, was da innerhalb des Treibhauses ist. Und dann gibt es auch noch sichtbares Licht, was dann aber durch die Umwandlung an den dunklen Flecken im Treibhaus in Infrarotlicht umgewandelt wird. Und das führt dazu, dass diese dunklen Flächen sich aufwärmen. Die erwärmen die Luft. Die Luft kann nicht entweichen. Und somit wärmt sich der Raum innerhalb dieses Treibhauses auf. Das heißt also, draußen habe ich dann meinetwegen im Frühjahr irgendwie so 10 Grad oder sowas und ich kann dann halt in diesem Treibhaus vielleicht sogar 20 Grad, je nachdem, wie der Tag ist, erzeugen. Und was sehr interessant ist, also selbst einfache Zelte, also das habe ich gerade zuletzt gesehen, auch beim Bauern, die haben einfach draußen nur so ein halbdurchsichtiges Polyethylenzelt da irgendwie drüber gespannt und ich habe eine relativ geringe Außentemperatur gehabt und im Zelt war es wirklich, trotz bedecktem Himmel war es um 7 Grad wärmer als außerhalb. Also das waren wirklich 17 Grad im Zelt, außen halt nur 10. Das ist der Treibhauseffekt. Die Pflanzen profitieren davon. Aufgrund der höheren Temperatur haben sie einen höheren Stoffwechsel und können dann halt auch schneller wachsen. Ja, das ist der Treibhauseffekt. Und das andere, was uns erzählt wird, dass es einen Treibhauseffekt geben würde, wird ja immer so gesagt, dass es ja ohnehin nur eine Metapher ist. Aber die Metapher hinkt an, also man müsste dann sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, also. Darf ich dazu 2-3 Worte sagen? Werbung. Das Wallaphone 22 für konsequenten Schutz deiner Privatsphäre. Du entscheidest, mit wem du deine Daten teilen willst. Der einzigartige Sicherheitsmodus unterstützt dich dabei. Sei ungebunden und unabhängig von Cloud-Diensten, wenn du es möchtest. Jetzt mehr erfahren über das leistungsstarke Smartphone aus Deutschland auf wolla.online. Ich glaube, die meinen das nicht ernst, oder? Ich verkehre an. Nur, um es nochmal deutlich zu machen, das Treibhaus funktioniert, wie Sie richtig gesagt haben, dadurch, dass wir das Sonnenlicht reinlassen in ein geschütztes Haus. Dazu brauchen wir Glas. Denn wenn wir eine dunkle Decke hätten, würde es zwar auch wärmer werden, würde aber wesentlich länger dauern. Und die dadurch dann im Treibhaus erzeugte Erwärmung würde sofort entweichen, wenn es nicht ringsherum geschlossen wäre. Und deswegen schließt man das ja. Und wenn man das öffnen würde, dann wäre im Nu die Temperatur innen trotz Sonnenlicht und trotz Infrarotsperre, die das Glas ja macht, genau dieselbe Temperatur haben wie draußen, was man auch sehr leicht prüfen kann, wenn man zum Beispiel ein Auto aufmacht und eine Minute wartet, ist es innen genauso kühl wie draußen. Also das Treibhaus funktioniert durch Unterdrückung der sogenannten Konvektion, also des Entweichens der warmen Luft in die Umgebung und nicht dadurch, dass wir die Infrarotstrahlung einsperren, denn man hat ja auch schon 1909 Versuche gemacht und vergleichbare Zellen aufgebaut, einmal mit einem Glasdach, was die Eigenschaft hat, infrarotes Licht, 50% des Sonnenlichtes ist Infrarot ungefähr, zurückzuhalten. Und dann das innere Infrarot eben auch zurückhält und die Temperatur gemessen und im Vergleich dazu ein gleich großes Gehäuse mit einem Salzdach. Heute würde man Plastik nehmen. Plastik und Salz haben die Eigenschaft, sowohl Infrarot als auch Ultraviolett als auch sichtbares Licht durchzulassen. Und siehe da, in diesem durchlässigen Salzdach stieg die Temperatur etwas schneller an als im Glasdach und sie war leicht höher als im Infrarot absorbierenden und sperrenden Glasdach. Was eindeutig nachweist, dass das Treibhauseffekt eben nicht dadurch zustande kommt, dass man Infrarot zurückhält, sondern dass man die Konvektion unterdrückt. Was hier gemeint ist im Allgemeinen, ist der sogenannte, ich nenne es mal Atmosphäreneffekt. Eine Erscheinung, die man dem CO2 als mehratomigem Gas zu Recht zuordnet. Es kann Infrarotstrahlung als Photon aufnehmen und wieder abstrahlen. Und diese Eigenschaft hat es mit anderen Gasen, Wasserdampf zum Beispiel oder auch Methan oder was immer, also mehratomige Gase bestimmter Struktur, gemeinsam. Und da es sich in der Atmosphäre anreichert, in den letzten 150 Jahren, vermutlich jedenfalls,
war man der Überzeugung gekommen, dank dieser Infrarot-Eigenschaft und der fälschlichen Zuordnung, dass ein Treibhaus so funktioniert, wie Herr Fiedler es eben in lustiger Weise beschrieben hat, und es nicht so funktioniert, dass man damit einen Treibhauseffekt erzeugen würde, weil so die Theorie, wenn dieses Infrarotgas nicht da wäre und die natürlichen Treibhausgase wie Wasserdampf, übrigens ein vielfach mehr in der Atmosphäre, dann würde die Erde eine Eiserde sein mit minus 18 Grad. Und der natürliche Treibhauseffekt würde dann 33 Grad dazu addieren. Und der Mensch, so böse wie er ist, erzeugt nun leider dank seiner Notwendigkeit, Technik zu betreiben, Motoren und Maschinen und so weiter, erzeugt zunehmend CO2, emittiert CO2, das reichere sich in der Atmosphäre an. Und das bewirke eben 1 Grad mehr, 1,5 Grad mehr. So ist das Theoriengebäude. Und weil 1 Grad noch niemanden vom Hocker schubsen würde, hat man dazu noch eine Rückkopplung erfunden, die da heißt, mehr CO2, mehr Wärme, mehr Wasser verdunstet, mehr Wasserdampf, mehr Wärme, mehr CO2 und so weiter. Also ein positiver Rückkopplungseffekt. Würde der stimmen, man hat ihn leider noch nicht gefunden, würde er stimmen, wären wir schon jetzt verheizt, verbrannt. Denn wie gesagt, das ist kein Ende. Die Sonne liefert ja nach wie vor Energie nach. Also insofern, der Treibhauseffekt ist eine Hypothese, eine durchaus mit bestimmten Eigenschaften der beteiligten Stoffe begründeten Hypothese, aber leider, leider, leider in der Natur nicht nachweisbar. Aber es gibt doch diesen Versuch von Holmer von Ditfurth vom ZDF, das hat er doch damals gemacht. Er hat also dann 2 Tuben gehabt, also die aus Folie bestanden, die waren oben offen, die war ja nicht geschlossen. Und dann hat er dann mit Studioscheinwerfern, also Halogenscheinwerfern, die ja auch viel Infrarotstrahlung erzeugen, hat dann also diese beiden Gefäße beleuchtet. In beiden Gefäßen stand jemand drin. In einem Gefäß war nur Luft und im zweiten Gefäß stand der Holmer von Ditfurth mit einer Sauerstoffgasmaske, weil nämlich um ihn herum waren 100% CO2. Und dann haben wir doch gesehen, dass sich das CO2 signifikant mehr aufgewärmt hat als in der anderen Röhre die Luft, die da drin war. Richtig. Also hat auch CO2 einen Treibhauseffekt, und zwar einen ganz deutlichen. Das ist völlig richtig, dass diese Erwärmung stattgefunden hat. Nur ist die auf die Materialeigenschaften des CO2 zurückzuführen. Es ist nicht nur schwerer als Luft, sondern hat auch eine andere Wärmekapazität und eine andere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Und wenn man diesen Versuch mit Argon wiederholt hätte, dann wäre dasselbe passiert, hätte man denselben Effekt gehabt. Da hat man ihn nicht wiederholt mit diesem Argon, aber das ist also die Erklärung dafür. Ist im Grunde eine bewusste Irreführung, auch von Holmer von Ditfurth, den ich damals sehr schätzte. Hat einige tolle Bücher geschrieben. Eine bewusste Irreführung der Schüler insbesondere und der Leute, die nicht so tief drin sind. Weil, wie gesagt, das war die Eigenschaft der Wärmekapazität und der Wärmeleitfähigkeit des CO2 und nicht der Treibhauseffekt. Wenn man ihn finden würde, und das kann ich vielleicht gleich sagen, dann würde man ihn ja auch beweisen können. Es gibt aber weder in den Tausenden von Seiten des IPCC, in keinem der Berichte, sind inzwischen 6, auch nur einen Ansatz eines Beweises, sondern nur immer lose Korrelationen und auch die nur temporär für kurze Zeit. Wir haben mal, und das darf ich vielleicht an der Stelle anführen, die Daten des Deutschen Wetterdienstes untersucht auf jahreszeitliche und Tages- und Nachtunterschiede. Und wir stellen fest, dass wir in Deutschland, der DWD ist ja der Deutsche Wetterdienst, deswegen bezog sich das auf Deutschland, seit 1988 eine spürbare Erwärmung haben. Die kann man also nachweisen, die kann man auch in den Mitteltemperaturen sehen. Und wenn man die auflistet, dann ist natürlich klar, tagsüber ist diese Erwärmung stärker als in der Nacht. Liegt ja auf der Hand. Die Sonne scheint, der große gelbe Ball da oben, der erwärmt die Erde. Aber sie steigt auch stärker an tagsüber. Also ist nicht nur da wärmer, Tage sind wärmer als Nächte im Allgemeinen. Abends ist es kühler als draußen, aber hier trifft das nicht zu. Sondern wir haben dann auch noch untersucht, wann war das dann? Und da stellte sich heraus, dass die Erwärmung seit 1988 deutlich sichtbar war im Sommer. Nicht im Herbst, nicht im Winter, nicht im Frühjahr, da war sie nur leicht. Und auch nur tagsüber. Also die Tage erwärmten sich stärker als alles andere, und zwar mit steigender Tendenz. Die Tendenz, auf die kommt es an.
Und jetzt muss man sich mal fragen, wie bringt das CO2 das zustande, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden, zwischen Sommer und Winter und Frühjahr und Herbst? Es gibt aber noch eine andere Erklärung. Ich habe schon den gelben Ball da erwähnt. Wir zeichnen auch ganz offiziell die Sonnenstunden auf, die wir in diesem Lande haben, und stellen fest, dass seit 1988 die Zahl der Sonnenstunden ganz kräftig zugenommen hat, was wir dieses Jahr alle begrüßt haben, mehr oder weniger, nehme ich mal an, nämlich um rund 240 Stunden pro Jahr mehr. Und nun liegt ja die Thermodynamik doch irgendwie richtig, wenn sie sagt, mehr Wärmeeinstrahlung am Tage auch bringt mehr Erwärmung. Also insofern ist die naheliegendste Erklärung die, und die sollte man wohl wählen, dass das wohl die Sonne ist und die Minderung der Wolkenbedeckung und nicht so sehr das CO2, was diese Selektivität gar nicht so richtig darstellen kann. Herr Feistel, ist CO2 gleich CO2? Gibt es gutes CO2? Gibt es schlechtes CO2? Gibt es da Unterschiede? Da müssen vielleicht eher den Biologen fragen. Also ich sehe jetzt erstmal keinen Unterschied zwischen CO2 und CO2. Herr Fiedler? Es gibt ein hochgiftiges CO2 natürlich. Also, ja, klar. Also ab 10% ist das, also Luftkonzentration ist das tödlich. Ab ungefähr 3%, das haben wir alle schon irgendwann mal miterlebt, wenn wir also in engen Räumen sind mit vielen Leuten zusammen, dann haben wir kräftige Kopfschmerzen, alle fangen an zu gehen. Das ist dann, sind wir auch so auch schon im deutlich unangenehmen Bereich. Und alle Werte, die jetzt da drunter liegen, also das war ja der Max von Pettenkofer, der hat dann mal so einen Raumhygienewert festgelegt, also von 1000 Parts per Million, Teile pro Million. Also und das war der Grenzwert, wo er sagte, da ab da ist das noch vertretbar. Ansonsten kann ich nicht zwischen anthropogenem CO2 unterscheiden oder zwischen anthropogen erzeugtem CO2 oder zwischen CO2, was in der Umwelt erzeugt wird. Allenfalls vielleicht über Radiokarbonmethoden, aber das ist für den Chemiker erstmal vollkommen irrelevant, weil beides CO2 verhält sich exakt gleich. Wann haben Sie zum ersten Mal damit begonnen, sich mit CO2 zu beschäftigen? Wann wurde Ihnen klar, also irgendwie, das ist komisch, da stimmt was nicht oder da könnte was nicht stimmen? Also so richtig bewusst tatsächlich erst so ab 2020, als ich so merkte, dass dieses der Konsens der Wissenschaft benutzt wird, um manipulativ eine Agenda durchzusetzen. Das war damals natürlich die Wissenschaft bezogen auf was anderes, auf die Virologie. Aber das liegt natürlich schon den Verdacht nahe, dass wenn Sie es an der Stelle machen, warum nicht auch auf einer anderen Stelle? Und was haben Ihre Recherchen ergeben? Also wie sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen? Zu welchem Ergebnis? Naja, zu dem Ergebnis, dass es sich um eine, in Anführungsstrichen, Agenda handeln könnte. Naja, also es werden ja schon real politische Weichen gestellt, basierend auf einer Erzählung von menschengemachten Klimawandel durch CO2, die für gewisse, also für einen Großteil der Bevölkerung von sehr vom Nachteil ist. Für uns. Also für uns das auf jeden schließt, Fall. Genau, das schließt uns alle ein, die wir hier sitzen. Und was ich eigentlich immer, was mir immer ein bisschen komisch vorkam, war die angebotenen Lösungen. Also es wird ja dann gesagt, wir müssen jetzt auf erneuerbare Energien umsteigen. Das heißt, wir fahren alle E-Autos, stellen überall Windräder hin und machen Solarkraftwerke. Aber wenn man sich mal ein bisschen mit diesen ganzen Lösungen beschäftigt, stellt man fest, für die Umwelt ist das relativ schlecht. Also, woran machen Sie das fest? Also erstmal, es widerspricht auch ein bisschen der Klimaerzählung an sich, weil das heißt ja, der Mensch verursacht zu viel CO2. Und zum Beispiel so ein Sektor, wo man sagt, da wird viel zu viel CO2 emittiert, ist zum Beispiel die Herstellung von Beton. Aber wenn man jetzt mal ein Windrad nimmt, das hat ein gigantisches Fundament aus Beton, das man erstmal in den Boden gießen muss, um dieses Rad dahin zu stellen. Und da widerspricht sich die Erzählung irgendwie selbst. Nein. Und hinzu kommen ja so Dinge, also man sagt ja dann auch, was ja auch durchaus richtig ist, Wälder sind CO2-Senken, die brauchen wir. Gleichzeitig holzt man sie aber ab, um Windräder hinzustellen. Und das ist auch widersinnig. Man gräbt in anderen Ländern die Erde um oder pumpt irgendwelche Chemikalien in den Boden, um da Coltan abzubauen, um Lithium abzubauen und damit man dann hier CO2-neutral sein Auto fahren kann. Aber in den Regionen werden ganze Landstriche entvölkert, weil die Leute da gar nicht mehr leben können, weil die
entweder total vergiftet sind oder da unter Dürre leiden, weil alles wird umgegraben, alles wird vollgepumpt mit Chemikalien. Und das soll dann irgendwie, also wird ja auch gemacht, weil man ja den armen Leuten in der, zum Beispiel Afrika, die will man ja retten. Alle. Und dann merkt man irgendwie, das Ganze geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Also das widerspricht sich am laufenden Band überall selbst. Und das fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Aber das sind doch Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind. Genau. So gesehen. Dann müssen wir auch mal eine 360-Grad-Wende machen. Dann. Herr Fiedler, Sie können Ihre Rolle jetzt wechseln. Kriegt einen Sonderposten im Auswärtigen Amt. Herr Lee, zum Thema Windrad, da habe ich gerade einen Beitrag von Ihnen gesehen, der das, was Herr Feistel sagt, bestätigt. Aber sind die Windräder jetzt nicht grundsätzlich erstmal eine gute Idee? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als diese Windräder damals aufkamen. Das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her so. Ich kam nach Schleswig-Holstein und nach kamen dort überall diese Windräder. Und ich habe gedacht, ja, tolle Idee eigentlich. Warum soll man denn den Wind nicht nutzen, um daraus Energie zu gewinnen? Also erstmal ja wirklich was, wo man jetzt sagen müsste, prima, wenn jeder am Ende so ein Windrad in seinem Garten stehen hat, dann sind wir autark und können uns selbst versorgen. Werbung. Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Wodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte. Grundsätzlich erstmal eine gute Idee sicherlich. Das Problem ist einfach nur, wie Herr Feißle beschrieben hat, dass die viertgrößte Industrienation der Welt noch jetzt allen Ernstes auf die Idee kommt, sich nur mit diesen beiden, und das wundert mich ja immer so, dass man nur diese beiden Ersatze, also Wind und Solar, zulässt. Ich hatte letzte Woche jemanden bei mir auf dem Betrieb mit synthetischen Kraftstoffen. Das fand ich sehr interessant, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Fakt ist auf jeden Fall, der hat meinen Trecker betankt, das Ding fuhr. Und ist überall zugelassen, das Ding fährt. So, das kostet wohl angeblich in der Herstellung 80 Cent, da muss das wahrscheinlich irgendwie noch aus Saudi-Arabien und so herkommen. Ich finde einfach, ob da jetzt Öl oder das kommt, ist mir egal. Hauptsache, wir können unsere Maschinen hier fahren, und zwar die Maschinen, die wir haben, und nicht irgendwie was Neues anschaffen. Wenn ich überlege, dass wir als Kommune E-Busse anschaffen für Millionen von Euros oder E-Müll oder Müllwagen. Ich finde das abenteuerlich, die eine Reichweite von 40, 50 Kilometer haben und dann im Winter 10 vielleicht. Das finde ich lächerlich, dass wir unsere Infrastruktur nicht belassen und dann von mir aus auch mit anderen Kraftstoffen. Ist mir vollkommen egal. Aber das würde uns erstmal weiterhelfen. Aber wie gesagt, dieses Narrativ, es geht nur mit Wind und Solar, passt nicht. Weil, zur Wahrheit gehört ja dazu, das ist ja nicht Klimaschutz. Mich freut es, sage ich ganz ehrlich, dass wir diesen Zielkonflikt jetzt haben zwischen angeblichem Klimaschutz und Umweltschutz oder Artenschutz. Ja, der NABU regt sich auf, der Chef vom NABU steht bei Spiegel TV von Brandenburg und dreht durch und sagt, ich würde nie wieder die Grünen wählen. Gucken Sie sich die hier an. Wir halten die. Ja, das ist. Es ist doch komplett irre, dass ich wirklich, und er sagt es ja, der Infraschall schädigt nur der Infraschall. Fledermäuse müssen nicht da das Windrad vor den Kopf kriegen, die fallen auch so schon tot um. Und dann ganz kurz, sonst komme ich hier nicht zu Wort. Ich habe schon ganze Zeit hier, sitze auf heißen Kohlen. Alles ich muss ein bisschen was loswerden hier heute Abend, weil das geht mir alles ein bisschen auf den Keks, was hier gerade läuft in diesem Land, und ich halte es einfach nicht mehr aus. Und das Problem ist einfach, dass dieser Zielkonflikt jetzt da ist. Das ist schon mal gut, weil irgendwann wird sich diese ganze Hokuspokus-Nummer, die wir hier in Deutschland versuchen abzuziehen, in Luft auflösen, und irgendwann wird es auch der Letzte kapieren, nur der Letzte vielleicht nicht, die 16%, die noch grün wählen, nicht. Aber der Rest in diesem Land wird verstehen, dass wir es so nicht hinbekommen. Und Herr Feißler hat komplett recht. Dieses Narrativ wird benutzt, um andere Bereiche abzuschaffen. So, ich sitze jetzt hier heute für die Landwirtschaft, und wenn Sie dann in einem Eckart von Hirschhausen in Wissen vor Acht haben, der erzählt, dass unsere Kühe abgeschafft werden müssen, ihr Land auf die Idee kommt, 200.000 Kühe zu keulen, um das Klima zu retten. Ganz ehrlich, Freunde, also jeder, den ich heute
in der Grundschule frage, findest du das richtig? Der würde verstehen, das kann nicht euer Ernst sein. Und ein Blick in Google erleichtert dann schon mal die Findung, dass wir vor 150 Jahren mehr Wiederkäuer auf dem Planeten hatten als heute. Wir reden hier von einem biogenen Kreislauf, der schon immer da ist. Ja, wenn überhaupt, dann müssen wir ja CO2 einsparen. Aber das macht diese Politik nicht. Wir hauen ja immer mehr CO2 raus. Wenn wir die Landwirtschaft, und das ist nur die Landwirtschaft, hier abschaffen, dann muss doch das von woanders herkommen. Und dann kommt es mit einem CO2-Fußabdruck hierher, wenn das Klima jetzt wirklich relevant ist durch CO2, dann kann ich das doch nicht befürworten. Ich kann doch nicht befürworten, wie Herr Fäuste komplett gesagt hat, dass wir von 98% seltener Erden abhängig sind, von dem Stahl, den wir nicht selber haben und alles aus China kommt. Und wir dann bitte betteln müssen, dass wir hier diese angeblichen erneuerbaren Energie machen müssen, gleichzeitig 50 neue Gaskraftwerke als Backup bauen müssen, weil wir genau wissen, dass es 20-30% maximal effizient hat so ein Windrad, egal wo steht, selbst wenn es an der Küste hier steht. Und darauf zu bauen, und dafür brauchen wir dieses Narrativ. CO2 ist böse, damit wir das hier abschaffen, damit wir die Landwirtschaft, wie in Holland, wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, da bietet man Geld an, 24 Milliarden Euro, um 3000 landwirtschaftliche Betriebe auszukaufen. Und die müssen unterschreiben, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben. Und bei uns ist es noch schlimmer, weil bei uns macht man das über Ordnungsrecht. Das heißt, wir kriegen Auflagen, wenn ich die hier erzähle, dann fällt die Hälfte hier im Raum tot um und glaubt das alles nicht. Was für einen Schwachsinn wir ertragen müssen in diesem Land. Und ich bin froh, dass irgendwann jetzt auch mal solche Leute, wirklich Top-Manager in diesem Land aufwachen und dem Herrn Özdemir und alle anderen Verantwortlichen sagen, ihr habt eine Meise. Und das müssen aber alle machen. Können Sie, ganz kurz, können Sie das nochmal erzählen, was, ich hatte das ja auch von einem anderen Bauern gehört, was ist mit den Pflügen? Erzählen Sie das bitte mal. Ach so, Pflügen, ja, also Pflügen weiß ja jeder, das kennt man aus Bilderbüchern noch, früher mit Ochs und Pferd oder so, und dann dreht man einfach die Scholle um. Ja, und jetzt kommt man auf die Idee, das ist nur eines von wenigen Auflagen, dass wir, ich komme aus einer Ackerbauregion, wo wir Zuckerrüben anbauen, für uns wäre es super wichtig, im Spätherbst das Erde einmal umzudrehen. Jeder kennt das ja, wenn ein Flug durch den Boden fährt. So, und das ist für uns ganz essentiell eigentlich sogar, dass wir früh auf den Acker kommen, um dann mit einer minimalen Bodenbearbeitung, weil sie haben eine Frostgare, also Frost, Wasser, bumm, sprengt, weiß eigentlich auch jeder, der die Grundschule unfallfrei besucht hat. Und dann kann ich mit einer minimalen Bodenbearbeitung diesen Boden Saatbett fertig machen. Und meine Frau hat am 28. März Geburtstag, meistens schaffen wir es dann, die Zuckerrüben in den Boden zu kriegen. Weil, und das ist vielen auch nicht klar, dann hängt es davon ab, dass wir die Jahreszeit ausnutzen, also den Sonnenstand möglichst viel, weil wir brauchen Photosynthese, damit wir möglichst viel Wachstum haben und sowas. Aber wir kriegen sogar Auflagen, dass wir zu einer bestimmten Zeit, jetzt sollen wir bis zum 15. November 80% unserer Flächen begrünt haben. Also ich muss mal gucken, ob ich mit dem Herrgott klarkomme, dass der das auch zulässt. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch so, dass wir bis zum 15. Januar unseren Dünger ausbringen müssen. Also im Januar ist es meistens so, dass sie die Felder schlecht befahren oder betreten können, um dort Bodenbearbeitung zu machen oder dort Dünger auszubringen. Spielt keine Rolle, weil irgendjemand in einem gemütlichen Sessel saß und gesagt, was nehmen wir für ein Datum? 15. Januar, da hat wahrscheinlich mein Hund Geburtstag. Und so, anders kommt, ich weiß nicht, wie die auf diese Daten kommen immer, aber genau so ist es. Aber gibt's denn da keine Rücksprache mit den Fachleuten, mit Doch. Landwirten? Na klar, mit, Sie wissen ja auch, wenn Sie im Staatsdienst sind, ob Sie im Thünen-Institut sind oder sowas, ich kriege E-Mails, die kann ich Ihnen privat gerne mal zeigen, aber die Leute würden ihren Job verlieren, wenn ich das öffentlich machen würde. Die sagen, wir werden von Idioten regiert. Es ist so, das sagen ja Fachleute, aber... Wie sollen die können sich nicht in die Sendung setzen hier bei Ihnen. Das geht nicht. Die würden das bestimmt gerne machen und das erzählen. Aber es ist leider genauso, wie ich sage. Da hat es mit fachlicher Praxis nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Und das kann doch nicht sein, dass ich allen Ernstes in einer Landwirtschaft, ja, wo ich abhängig bin von Jahreszeiten, von Wetter und von meinem Know-how und allem, dann irgendwie vorgeschrieben bekomme, wann ich was zu tun habe. Das ist absolut lächerlich. Und wir reden ja hier auch von Tierwohl. Hört sie mir, erzählt uns, wir sollen immer weniger Dünger einsetzen. Also den mineralischen Dünger. Gleichzeitig haben wir aber den organischen Dünger, also den tierischen Dünger, also die Gülle oder den Mist, haben wir nicht, weil wir immer weniger Tierhaltung in Deutschland haben. Weil man es zulässt, dass wir 4000 Wölfe in Deutschland haben. Ich komme aus Niedersachsen. Wir haben in Niedersachsen mehr Wölfe als Norwegen und Schweden zusammen. Da ist nichts mit Weidetierhaltung. Allein in Bayern wurden für angebliche Schutzzäune, gibt keinen Schutzzaun gegen einen Wolf. Ich kann Ihnen Bilder zeigen, der springt über 2 Meter hohe Zäune. Allein in Bayern fast 60.000 Kilometer Wolfschutzzaun gebaut für über 500 Millionen Euro.
Gleichzeitig gucken Sie mal in Schulen rein. Toiletten geht nicht, Seife ist nicht da, Lehrer sind nicht da, Leute können sich was nicht zu essen leisten, kein Geld für Rente da. Also das passt doch alles hinten und vorne nicht. Ich rede jetzt nur von einem Land wie Bayern. Und das ist einfach abenteuerlich, was hier läuft. Ja gut, aber was machen wir denn mit den Wölfen? Wir können ja nicht einfach jetzt die Wölfe... Warum? Das machen alle auch. Abknallen. Schweden schießt die auch. Wir schießen auch alle anderen Tiere auch. Warum ist der... Sie fangen ja auch schon so an wie der Nabu. Warum? Ich bin Moderator hier. Ja, ich, aber das kam mir jetzt schon ein bisschen komisch vor, aber egal. Warum ist das Leben eines Wolfes, der schützenswert ist, darum geht's gar nicht, aber so viel mehr wert als das aller anderen Tiere? Hier südlich von Hamburg hat ein Freund von mir ein Jagdrevier, Muffelwild, ausgestorben. Weg. Aber es wird doch irgendeine technische, also Entschuldigung, da muss ich schon alleine aus dem Grund, ich meine, vielleicht liegt es daran, dass ich seit so vielen Jahren Vegetarier bin, aber Tiere liegen mir einfach grundsätzlich am Herzen. Und von daher muss ich nur sagen, es wird ja andere Methoden geben, als die abzuschießen, oder? Also gibt es da nicht irgendwie, keine Ahnung, Gerüche, Frequenzen, irgendeine Technik, was auch immer, die sie weglocken. Ja, ich nochmal, ich bin kein Experte und ich bin auch nicht vom NABU, ich bin einfach hier... Sie passen voll in die Bundesregierung gerade. Nein, aber der Wolf ist schützenswert, verstehen Sie mich nicht falsch. Alle anderen Länder kriegen das ja auch hin. Ja? Also wir könnten ja sagen, okay, wir einigen uns auf 400, 500 Exemplare, ist vollkommen egal. Alles gut. Aber dann sollen die auch in den Bereichen sein. Wir haben Truppenübungsplätze, da können die rumlaufen, ist alles gut. Aber wir haben ja täglich Sichtungen, ich komme mal vom Land. Ja? Selbst in Hannover hatten wir letzte Woche einen Riss mitten in Hannover an einem Reh. Ich warte nur auf den Fall, bis wir irgendwann mal den echten Rotkäppchenfall haben. Ja? Und was meinen Sie, was dann im Land los ist? Und ich weiß, wie Politik reagiert. Das konnten wir gar nicht ahnen. Wie konnte das passieren? Ich meine, ich sag's nochmal. Niedersachsen, mehr Wölfe als Schweden und Norwegen zusammen. Da muss doch jedem eine Lampe angehen. Ja. Also gesetzt den Fall, Sie sind jetzt Bauer und, ja, Limburg, und sofort. Sie, ja. Sie sind jetzt Bauer und Sie haben Rinder auf der Weide. Ein Wolfsrudel greift die Rinder an. Was passiert, wenn Sie mit der doppelläufigen Schrotflinte auf den Wolf anlegen? 5 Jahre Freiheitsstrafe. Ja, ich habe das auch schon mal gesagt, mehrfach. Also Sie können wahrscheinlich eher. Wenn Sie den Wolf erwischen. Er ist 5 Jahre Freiheitsstrafe bedroht. Das finde ich schon echt skurril. Sie schützen ja dann einfach nur ihr Eigentum. Ja, und sie, dann kommen auch die, ich weiß jetzt, was alle draußen sagen werden, ja, die Bauern kriegen ja Geld dafür. Sie müssen erstmal einen Wolfsriss nachgewiesen haben, DNA-technisch nachgewiesen haben und 2 Risse in der näheren Umgebung, 30 Kilometer. Um das jetzt mal vom Wolf ein bisschen wegzubringen und zu sagen, es hat wieder, also das Thema davor, die Regularien, das, was man ihnen irgendwie den ganzen Tag reindrückt und sie in ihrer Arbeit Wir waren ja beim Thema Klima. Also mir geht es nur darum, wir sollen also keinen Kunstdünger, der im Haber-Bosch-Verfahren hergestellt wird, wir nennen den mineralischen Dünger, den sollen wir nicht mehr einsetzen. 1/3 Ammoniumstickstoff kommt aus Weißrussland und Russland, sollen wir nicht mehr handeln, sagt Frau Baerbock, nie wieder. Ja? Und dann müssen wir aber einen anderen Ersatz haben. Hätten wir, indem wir zum Beispiel, wie gesagt, diesen Gülle zum Beispiel ausbringen. Aber wenn wir keine Tierhaltung mehr haben und immer mehr Tier, also Fleisch, es gibt ja auch andere Menschen als Sie, die auch Fleisch essen wollen weiterhin. Soll ja auch wieder so und nicht machen, nur 10 Gramm am Tag, wie Ötzi mir sagt, sondern auch ein bisschen mehr vielleicht sogar. Ist ja auch kein Problem, gutes Fleisch zu essen. Aber wenn wir dann Ware importieren und das meiste Schweinefleisch kommt gerade aus Chile, das Chile in Südamerika meine ich, dann aus Spanien und aus Dänemark. Und wenn Sie mal gucken, wo andere landwirtschaftliche Güter herkommen, dann kann es diesen Menschen gar nicht um Einsparung von CO2 gehen. Wenn unser Selbstversorgungsgrad beim Obst dieses Jahr am 20. Februar beendet war, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Aber wenn es nicht um Einsparung von CO2 geht, worum geht es dann, Herr Limburg? Naja, also ich muss mal noch mal einen Zahn zurückschalten. Wir sind ja schon bei den irren Folgen dieser Politik. Aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, doch noch mal ein bisschen zu den Grundlagen zurückzukehren. Sie hatten das ja auch so nett ausgeführt. Max von Pettenkofer hat mal irgendwie, Sie sagten, Grenzwert ist 1000 Teile pro Million oder 0,1% in dem Raum. Das wäre so für die Menschen noch einigermaßen gut. Ich darf daran erinnern, dass die Amerikaner in ihren Raumfähren 8000 ppm und auch den U-Booten zulassen. Und das ist dann der Grenzwert, wo die dann sagen, jetzt wird es langsam eng. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass wenn wir Wiederbelebung machen, und das ist ja durchaus etwas, was wir tun sollen, wenn jemand nicht mehr atmen kann, ihn künstlich mit eigener Luft zu beatmen, dass die ausgeatmete Luft, die wir als Verbrennungsmaschinen, die wir sind, dann herstellen, 4% CO2 beinhaltet. Also CO2 ist bis zu rund 10%, Sie haben da völlig recht, völlig ungiftig, natürlich auch unsichtbar und auch chemisch völlig
unwirksam oder fast völlig unwirksam, nur mit Hilfe des Sonnenlichts, und da komme ich zum zweiten wichtigen Punkt, mit der Hilfe des Sonnenlichts schaffen es die Pflanzen, das C, den Kohlenstoff, aus dem CO2 herauszubrechen und in ihren Stoffwechsel einzubauen. Und deswegen muss man noch mal ganz klar festhalten, dass es für die Landwirtschaft die Grundlage von allem, dass der Kohlenstoff, das C im CO2, ist die Pflanzennahrung überhaupt. Darf ich Sie und verbessern? Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, danke. Dass wir ja nun die CO2-Konzentration in der Luft ziemlich genau wissen, glauben wir jedenfalls. Herr Limburg, sagen Sie, einen Punkt will ich noch zu Ende bringen. Ja. Wir haben ja Satellitenbeobachtungen und Sie können im Internet aufrufen, eine Beobachtung der NASA, wunderbar über den ganzen Erdball verteilt. Und dort wird gezeigt, wie die Begrünung der Erde zugenommen hat seit 1982 etwa ist das gemessen worden. Vorher war es sicherlich auch schon da, aber nicht so stark. Und zwar in einem Maße, dass wir heute sagen können, etwa die Fläche der USA ist heute landwirtschaftlich mehr bebaubar als vor 1982. Gleichzeitig hat das hier natürlich auch die Weltbevölkerung drastisch zugenommen. Also hat CO2 massiv beigetragen zur Verbesserung der Welternährung. Und das ist für mich der einzige Punkt, der zählt, weil ich dem CO2 überhaupt nichts anderes zutraue, als die Welternährung zu verbessern, dass man eigentlich, und das ist meine feste Überzeugung, den Emittenten von CO2 einen Bonus zahlen müsste und keinen Malus abverlangen. Denn sie helfen der Welternährung, sie helfen uns Menschen. Herr Fiedler, ganz kurz und dann würde ich ganz kurz. Also ich muss eigentlich ergänzen. Also ich habe gerade überlegt, es ist, glaube ich, keine Verbesserung, weil Sie sagten, das C wird genutzt aus dem CO2, was die Pflanzen dann in Biomasse umwandeln. Es ist tatsächlich das C und die beiden O's. Das heißt also, CO2 wird vollständig in Zucker eingebaut und dann fehlt uns noch ein bisschen Wasserstoff. Den holen wir aus der Wasserspaltung. Und der dann bei der Wasserspaltung übrige Sauerstoff, der geht dann als Abfallprodukt quasi für die Pflanzen in die Umwelt. Und gerade diese Begrünung, die wir bei der Erde sehen, das mal zu ergänzen, also jetzt bitte im ernsthaften Modus, ne? Das ist heute auch langsam Zeit. Also Pflanzen haben ein relativ großes Problem. Also sie müssen gleichzeitig, wenn sie Photosynthese betreiben, müssen sie Wasser verdampfen. Das geht über die Spaltöffnung der Blätter. Die meisten Pflanzen haben unterhalb der Blätter solche kleine Spaltöffnungen, ne? Stomata. Und über die Spaltöffnung findet der ganze Gasaustausch statt, dieser Pflanze. Und wenn ich jetzt Pflanzen habe, die in ariden, also in trockenen Gebieten sind, auch heißen Gebieten, haben die ein ganz großes Problem, dass die zu viel Wasserverlust haben. Das heißt, wenn die Spaltöffnung, die Pflanzen können die Spaltöffnung öffnen und schließen. Wenn die aber geöffnet sind, die Spaltöffnung, verdunsten die Pflanzen einfach zu viel Wasser, was ihnen nicht zur Verfügung steht im Zweifelsfall. Dann trocknen die Pflanzen aus. Also was machen die Pflanzen, wenn es zu warm ist? Sie schließen die Spaltöffnung. Es gibt natürlich Spezialisten, die da gut mit klarkommen mit solchen trockenen Gegenden, aber tendenziell gilt das für alle Pflanzen. Pflanzen, die zu wenig Wasser haben, schließen die Spaltöffnung. Wenn ich jetzt einen niedrigen CO2-Wert in der Umwelt habe, bei geschlossenen Spaltöffnungen kann das CO2 nicht mehr in das Blatt rein diffundieren. Das heißt, es fehlt der Grundstoff für die Pflanzen, um irgendwas zu assimilieren. Das können die gar nicht. Die können dann keinen Zucker produzieren. Wenn ich den Partialdruck von CO2 erhöhe, also von 280 ppm um 1900 jetzt auf 415, 420 ppm, dann haben die Pflanzen trotz fast geschlossener Spaltöffnung noch eine Chance, überhaupt CO2 aufzunehmen. Es gibt Pflanzen, die sind Spezialisten in der CO2-Aufnahme. Das sind also sogenannte C4-Pflanzen zum Beispiel. Die kennen wir. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Das ist der Mais. Der Mais hat bei den derzeitigen CO2-Konzentrationen einfach einen Vorteil. Er hat, ohne dass wir jetzt in die Details reingehen, er hat eine besondere Form der CO2-Assimilation und die hilft ihm bei sehr niedrigen Konzentrationen, genau weil es so eine Pflanze ist, die aus Südamerika kommt, die in sehr trockenen Gebieten wächst und in sehr warmen Gebieten, dass sie dann noch CO2 vernünftig binden kann. Das können die normalen C3-Pflanzen nicht. Also das meiste, also Weizen, alles was wir so als Fruchtpflanzen haben und solche Sachen, also die Rosengewächse und sowas, das sind alles C3-Pflanzen, ne? Also das sind also unsere Nutzpflanzen, so. Jetzt sehen wir also, dass wenn wir jetzt an Maisfeldern vorbeifahren, dass die sehr, sehr schnell wachsen. Das gilt für die jetzige CO2-Konzentration. Nur gesetzt den Fall, wir wären in der Lage,
was ich übrigens nicht glaube. Wir wären in der Lage, aus eigener Antriebskraft nur mit anthropogenem CO2 das CO2 zu verdoppeln in der Atmosphäre, also auf 800 ppm. Dann, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, dann ziehen die C3-Pflanzen mit den C4-Pflanzen gleich. Das heißt, dann wächst das Getreide genauso schnell wie der Mais auch. Das heißt, also das ist jetzt dahinter, das muss man sich dann also vorstellen, ne? Das kann man auch dann wirklich bildlich sich vorstellen, dass also dann auch wirklich Weizenfelder im 0, nix hochgewachsen werden. Also das ist ja ein positiver Effekt. Das ist in jedem Fall wenn es um angehäufte Pflanzenmasse geht, also Pflanzen sind auf Diät. Also man kann natürlich düngen, das ist die eine Geschichte. Also ich habe mehrere Flaschenhälse und ich versuche jetzt als Landwirt irgendwie die Flaschenhälse aufzubekommen. Das heißt also, ich führe Nährsalze hinzu. Stickstoff ist ein großes Problem, Phosphat eigentlich auch. Also muss man mal schauen. Also je nachdem, was die Pflanzen brauchen. Und das größte Problem für die Pflanzen ist aber das CO2. Also man muss einfach sagen, wir leben jetzt in einer Zeit, wo es noch nie so wenig CO2 in der Umwelt gegeben hat wie je zuvor. Es war immer höher, das CO2. Ich rede jetzt nicht von den leichten Schwankungen, die wir jetzt in der derzeitigen Kaltphase oder Eiszeit haben, die wir ja seit 2 Millionen Jahren ungefähr haben, sondern ich rede von davor. Und die Pflanzen haben, also es geht um die Rubisco, das ist also Ribulose 1,5, Bisphosphat, Carboxylase, Oxygenase. Sie bekommen auch gleich noch ein Wissenschaftsformat von mir. Ich hoffe, das stimmt. Das ist das Enzym, was das CO2 bindet. Das ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als wir weit über 7.000, 8.000 ppm CO2 in der Luft hatten. Weit drüber. Das heißt, die Pflanzen, die haben jetzt das, was ich vielleicht mal machen sollte, die haben Diät momentan gerade. Das heißt, sie wachsen langsam. Und je mehr CO2 in der Umwelt ist, desto schneller wachsen die Pflanzen. Das ist der Flaschenhals. Aber dann stelle ich die Frage, die ich an Herrn Limburg stellen wollte, jetzt an Herrn Feistel als Journalist. Wenn es nicht ums CO2 geht, also worum geht es denn dann? Ich denke, es sind mehrere Aspekte. Einerseits geht es um eine, womit fange ich an? Nehmen wir mal das Einfachste, man erschafft im Grunde neue Märkte durch dieses, wir brauchen jetzt neue, andere Energieformen, andere Energieträger, da kann man prima Märkte schaffen, das findet man auch einen Abnehmer für, weil die werden ja derzeit sowieso wie wild gebaut oder sollen wie wild gebaut werden, da wird kräftig investiert. Also sprich Wärmepumpen etc. Windräder, alles was halt gerade so. Zweitens, man schafft auch einen neuen Absatzmarkt quasi mit CO2-Zertifikaten. Das könnte der Bart sein. Genau. Also mit CO2-Zertifikaten. Ich habe gerade gestern noch gelesen, dass das Unternehmen Tesla, das ja E-Autos produziert, seinen eigentlichen Gewinn gar nicht mit diesen Autos macht. Sondern der eigentliche Gewinn entsteht durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten, die sie ja verkaufen können, weil sie ja selber ihre Autos, die sie produzieren, kein CO2 offiziell emittieren. Das müssen Sie jetzt erklären. Okay. Naja, es gibt ja dieses Konzept dieser CO2-Zertifikate. Das wurde ja mal irgendwann eingeführt, dass dann eben diejenigen, die viel emittieren, also Industrie oder die viel rausfeuern sozusagen. Die müssen sich diese bei denjenigen kaufen, die eben weniger emittieren. Okay, das heißt also VW muss dann bei Tesla kaufen. Genau. Im Ernst? Ja. Und damit macht Tesla die eigentlichen Gewinne. Das war ein Artikel, der stand sogar im Fokus oder Stern oder so. Stimmt. Das ist nichts Schwurbliges, das stand in den... Okay, Also wir kennen das. Es gibt jetzt überall diese Ladesäulen für E-Autos. Und weil die Leitungen nicht dick genug sind in den Straßen, um das überhaupt diese Kapazität zu liefern, die so ein E-Auto braucht, das sind ja relativ viele Ampere, die da durchfließen, haben sogar einige Gemeinden im Hinterhof ein irgendwie ein Notstromaggregat stehen, also ein großes Teil, also so ein Dieselgenerator, so ein Riesenteil, so ein Container. Und der verbrennt fossile Kraftstoffe, haut dafür CO2 in die Luft, wandelt das unter Verlust in elektrischen Strom um. Dieser elektrische Strom kommt in den Tesla. Und der Tesla kann CO2-Zertifikate verkaufen. Die muss aber jetzt der Typ, der diesen Dieselgenerator gebaut hat, der muss jetzt die Dinger aufkaufen, ja? Oder wie ist das? Aber wäre es dann nicht interessant, wenn jeder Tesla ein kleines Windrad aufs Dach bekäme? Ja, ich dachte, das kann ich... Wie denke ich mir das im Kleinen? Ich kann mir ja auch so ein kleines Notstromaggregat kaufen, ja? Also dann produziere ich damit den Strom und fütter mein Auto damit. Und dann ist das Auto CO2-neutral oder wie ist das? Ja.
Ja, ja, das ist dann natürlich. Weil nur was hinten rauskommt, zählt. Aber ich würd gerne noch da mal. Da brauchen wir ja mehrere 360-Grad-Wendungen, um sich das überhaupt. Also ich habe auch zuletzt an der Tankstelle habe ich jetzt mir so eine Propangasflasche gekauft. Und da stand drauf CO2-neutral. Und ich dachte, wie machen sie denn das jetzt? Und da war so ein grünes Label. Also diese 11 Kilogramm Propangas, was ich da kaufen kann, ist CO2-neutral. Ja, weil die CO2-Zertifikate kaufen. Das kommt mir doch so ein bisschen vor, so ein bisschen wie Mittelalter. Also ich bin armer CO2-Sünder. Ja, und damit aber meine Seele noch in den Himmel kommt, muss ich den Groschen in den Beutel schmeißen. Also moderner Ablasshandel. Das ist exakt ein Ablasshandel. Wir kommen gleich. Ich würde gerne bei Herrn Feistel die Aufzählung noch weiter hören. Wir waren bei den CO2-Zertifikaten stehen geblieben. Also man kann neue Märkte schaffen auf verschiedenen Wege und dadurch natürlich wieder Kapital akkumulieren. Ich glaube, eigentlich der wichtigste Punkt, um den es hier geht, ist eine Machtakkumulation. Mhm. Und zwar zum Beispiel Landwirte. Wenn man die Landwirtschaft, die kleinen Betriebe oder mittelständischen Betriebe oder wie groß sie auch immer sind, wenn man die platt macht, irgendwer muss dieses Essen produzieren. Und da gibt es ganz großartige Ideen von Indoor-Farming. Also man verpflanzt dann alle Pflanzen in große Hallen unter UV-Licht, tröpfelt dann da so Nährstofflösungen in irgendwelches Plastikgranulat und das soll man dann, was da rauskommt, am Ende essen. Und das sind immer irgendwelche tollen, fancy Startups, die da entstehen, auch in den Niederlanden gibt's das, die natürlich gewisse Investoren haben, namhafte Investoren kennt man auch. Das wäre jetzt interessant, wer ist das? Wenn ich den Namen jetzt ausspreche, dann wird hier wieder gleich irgendein Etikett draufgeklebt. Aber, okay. Das könnten wir vielleicht mit dem Zertifikat regeln. Ne? Vielleicht gibt es da auch einen Ablasshandel. Ja, ich habe schon gerade überlegt, ob es so eine Art Qualitätsjournalismus-Zertifikate, dass wir sozusagen beim ZDF Zertifikate kaufen, damit wir das hier weitermachen können. Also, ja, das ist so. Gute Idee. Genial. Danke. Immer wieder gern. Ja. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Hab ich auch den Faden verloren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder auch Laborfleisch ist ja auch so ein Ding, Beyond Meat. Interessanterweise, die da rein investieren, ist, soweit ich das weiß, die US-amerikanische Fleischindustrie. Das sind so zwei oder drei große Konzerne, die da massiv rein investieren in Fleischersatzprodukte, Laborfleisch. Und die freuen sich schon, wenn hier dieser ganze Markt quasi frei wird, dieser Fleischproduktion, weil wir ja hier alle Kühe keulen, dann natürlich, wer kommt dann da rein? Das sind die. Und hinter denen stehen dann Investoren wie BlackRock, Vanguard und so weiter, die man auch so kennt. Und das ist dann natürlich eine gewaltige Machtakkumulation. Und über diesen Hebel könnte man theoretisch, nicht, dass ich denen das unterstellen möchte, könnte man theoretisch die Menschheit kontrollieren, weil man, wenn du die Nahrungsmittel kontrollierst, kontrollierst du die Menschen. Und das ist nur ein Sektor. Man kann das auf vielen Sektoren beobachten. Sektor Gesundheit ist ein bisschen. Herr Limburg, ich würde Sie auch gerne reinholen Ich habe eine Zwischenfrage. Wie verkaufe ich das den Leuten? Die wollten doch kein Gene Food auf dem Teller haben. Also keine genmanipulierten Pflanzen. Aber dafür nehme ich jetzt dieses, wie heißt das Zeug? Was? Beyond Meat oder so? Ja. Laborfleisch. Laborfleisch. Ja. Und das ist nicht etwa genmanipuliert? Nein, du nimmst ja schon irgendwelche Zellen und lässt die einfach kommen, wachsen. Die wachsen einfach so. Die wachsen einfach so, glaube ich. Wir kommen, glaube ich, zu schnell in Sphären, die sehr abstrakt sind, obwohl sie natürlich trotzdem eine Wirkung haben. Ich denke, wir sollten doch versuchen, noch ein paar Ebenen drunter zu bleiben. Wir sind ja nun in Deutschland und wir werden von einer Elite regiert, die das Narrativ der CO2-Minderung als Banner vor sich herträgt und nicht nur als Banner vor sich herträgt, sondern uns auch in jeder Art und Weise zwingt, nicht nur zwingen will, die Emissionen zu senken. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin gelegentlich als Sachverständiger geladen bei irgendwelchen Anhörungen im Bundestag oder in den Landtagen und ich darf feststellen oder muss leider feststellen, dass alle, wie sie da sind, der Erzählung glauben, dass CO2 muss um jeden Preis von der Emission her gesenkt werden und diesen Preis müssen wir bezahlen. Wenn man ihnen darstellt, dass das kleine Deutschland mit seinen 1,8% an den
anthropogenen Emissionen doch wirklich nicht viel dazu beitragen kann, dann kommt das Argument und es wird auch geglaubt, aber wir müssen doch Vorbild sein und wir sind Vorbild. Ich darf eine kleine Episode anschließend aus der vorletzten Woche. Da war ich im Berliner Abgeordneten geladen. Die haben ein Monitoringgesetz gemacht, um ihr Klimaschutzgesetz. Berlin hat ja auch den Klimanotstand, wie alle anderen Länder, ausgerufen. Und da gibt es ein Klimaschutzgesetz. Man hat also ein Klimaschutzgesetz, wie jedes Land, wie auch der Bund. Und dieses muss beobachtet werden, ob es Wirkung hat. Und dazu brauchen wir auch ein Gesetz. Und zu diesem Gesetz ging die Anhörung. Und ich durfte der versammelten Mannschaft die frohe Botschaft verkünden, es gibt keinen Klimanotstand, hat mir natürlich kein Mensch geglaubt. Wir hatten ein paar warme Sommer, ich habe es ja vorhin erklärt. Und ich durfte Ihnen auch erklären, dass wir ja in den letzten Jahren die Corona-Politik hatten, die uns die Lockdowns beschenkt haben. Die Lockdowns, die einen weltweiten Wirtschaftsrückgang noch nie dagewesenen Ausmaßes als Folge hatten. Und wenn man sich dann die Mühe macht, und das ist relativ einfach, sich die Emissionstätigkeit anzuschauen, die ja rasant ansteigt, dann hat die im Jahr 2020, als dieser Lockdown weltweit wirksam wurde, mit Ausnahme Schweden vielleicht, ein Einbruch in die Emissionen von sagenhaften 2,4, manche sagen 1,8 Milliarden Tonnen CO2 zur Folge. Die Welt, Wirtschaft wurde runtergefahren und es wurden 1,8 bis 2,4 Milliarden Tonnen weniger emittiert. Deutschland hat rund 700 Millionen Tonnen Emissionen pro Jahr. Also wenn man es umrechnet, dann haben wir nicht nur Deutschland platt gemacht, sondern gleich noch Frankreich mit und Italien auch. Und dann kommen wir so auf die 1,8 Milliarden Tonnen und hatten diese Delle. Die ist deutlich zu sehen. Wenn man jetzt den nächsten Schritt macht. Es ist eine Verständnisfrage. Sind das die Gewichtsanteile von einem kompletten CO2 oder nur von einem C? Da gibt's immer diese beiden Zahlen. Das ist das CO2. Das komplette CO2. Das ist die CO2-Gigatonnen, ja. Nicht das C-Äquivalent. Nein. So, also wir hatten diese Delle. Und jetzt kommt der Punkt. Der Bösewicht ist ja das CO2 in der Konzentration. Nicht in den Emissionen. Wir haben ja das Hundertfache, das Zehnfache, das Zwanzigfache, das 20-fache, 50-fache an natürlichen Emissionen, die in einem Kreislauf laufen. Also was sich in der Atmosphäre anreichert, dass es dann die Konzentration steigt. Wir haben ja vorhin über die 420 ppm gegenüber den 280 von vor 150 Jahren gesprochen. Wenn man sich also diese steigende Kurve ansieht, und das wird sehr genau gemessen an 70 Standorten auf der Welt, dann stellt man fest, dass wir von 418 auf 420 ppm in diesem Jahr gestiegen sind, ohne auch nur die Spur einer kleinen Delle, weil wir weniger zugeführt haben, und zwar drastisch weniger, hat es an der Konzentration so gut wie, nein, nicht nur so gut, überhaupt nichts bewirkt. Überhaupt nichts. Mit anderen Worten, die gesamte CO2-Minderungsmaßnahmen, die uns alle hier betreffen, wirken sich in der Konzentration nicht erkennbar aus. Selbst wenn man also glauben würde, dass das CO2 auf die Temperatur der Atmosphäre der Erde einen Einfluss nähme, könnte man feststellen, wenn ich drei große europäische Länder stilllege, bringt das nichts an CO2-Senkung. Mit anderen Worten, und das darf ich noch sagen, das habe ich dann auch den Leuten anhand der offiziellen Grafiken gezeigt. Ich habe sie auch hier vorbereitet, können wir vielleicht einblenden später mal. Wir können es verlinken. Aber der Punkt war, dann sagte mir die dann ebenfalls anwesende neue Umwelt- und Verkehrssenatorin, eine Frau Dr. Manja Schreiner, inzwischen des Plagiats verdächtigt. Das wusste ich zu der Zeit noch nicht. Also Herr Limburg, die Anhörenden waren alle toll, bis auf Sie, hat er nicht gesagt. Aber ich kann Ihnen sagen, auch im Namen des Berliner Senates, alles, was Sie gesagt haben, sehen wir genau andersrum. Da bist du platt. Das wäre ja sozusagen dieses, es andersrum zu sehen, wäre also die, ja ich würde damit sagen, die glauben das. Und es ist nicht so, dass die nicht wissen, dass es Wirkung hat. Aber sie glauben nicht, dass es ein Plan ist, der da uns in irgendeine Abhängigkeit führt. Die glauben, dass wir das von uns aus machen müssen, bezahlen müssen, ändern müssen, Transformation betreiben müssen. Die glauben das.
dass sie es anders sehen, ist ja auch grundsätzlich gut. Jetzt wäre nur genau der Punkt zu sagen, darüber müssen wir sprechen, darüber müssen wir diskutieren und darüber müssen wir uns zum Wohle aller mit allen an einen Tisch setzen. Wann hat denn das angefangen, überhaupt dieses ganze Klimathema, dass das so sich eingeschlichen hat? Also das, was bei der Vorbereitung zu dieser Sendung mir nochmal so klar geworden ist, Ozonloch, das war eine große Bedrohung. Das war eine Blaupause dafür. Das war irgendwann wieder weg. Es gab mal den sauren Regen, von dem hören wir auch nicht mehr so viel. Es hat eigentlich angefangen mit dem Club of Rome, der sich damals, und das hat eines der Mitglieder des Club of Rome, Alexander King, dann später auch Anfang der 90er Jahre niedergelegt, der sagt, also wir wollten eigentlich vermeiden, dass die Menschen wieder Krieg gegeneinander führen. Wann war das? Das war Anfang 1979, sowas in der Art. Club of Rome, ein elitärer Verein, der sich damals zum hehren Ziel genommen hat, den Krieg in der Menschheit möglichst zu verhindern. Und sagt, was machen wir denn stattdessen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass Umweltschutz, Klimaschutz und andere krankheitsverhindernden Maßnahmen geeignet wären, abzulenken, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ich kann es auch dann irgendwann mal zitieren, der Feind wäre dann die Menschheit selbst, steht wörtlich da drin, und wir können alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Feind dann sozusagen auf friedliche Art zu bekämpfen. Wir würden also die Aggressivität, das dahinter steckt, umlenken, so interpretiere ich das. Die berühmte Anthropologin Margaret Mead hat dann in einem Vortrag in Bethesda, das war auch Anfang der 70er Jahre, gesagt, wir müssen also einen neuen Feind erfinden, der die Menschen glaubhaft macht, dass sie bedroht sind, ihnen Angst einjagen, wirklich Angst einjagen, das steht alles wörtlich drin, sodass sie Dinge tun würden, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die sie ohne diese Angst nicht tun würden, dann wären wir auf der richtigen Seite. Also der ganze Umweltschutzgedanke, so gut er ist im Einzelnen, ist missbraucht worden als Waffe gegen uns selber. Das sind immer diese durchsichtigen Feinde, die man nicht so wirklich sieht. Ne? Weil CO2 ist ja was, das sehe ich ja jetzt in dem Fall nicht. Oder das Virus sehe ich in dem Fall nicht. Also es ist immer Virus so der Feind, genau, der jederzeit zuschlagen kann. Das ist auch schwer greifbar. Sie haben eine gewisse Notwendigkeit, naturwissenschaftlich gebildet zu sein, um überhaupt durchzusteigen. Was meinen die eigentlich? Und dann gab es natürlich verschiedene Ansätze. Gorbatschow hat auch fleißig mitgewirkt. Aber ich will das gar nicht als einen hehren Plan sehen. Das klappt nicht. Wie sagte Bertolt Brecht, mach mal einen Plan und dann mach noch einen Plan, gehen tun sie beide nicht. Das ist richtig, aber es gibt eine Selbstorganisation. Wenn das einigermaßen Erfolg hat und man sich da Vorteile verspricht, dann fangen sie an mitzumachen. Auch wie Sie sagten, diese Fleischproduzenten sagen nur, if you can't beat them, join them. Klar. Der Kapitalismus ist so. Und zur Not kauft er sich noch den Strick, wie Lenin sagte, um daran aufgehängt zu werden. Das ist übertrieben jetzt, aber das ist ganz normal und so funktioniert Kapitalismus. Man kann also auch so viele Vorteile schaffen und wir haben ja Riesenvorteile. Es werden ja Billionen bewegt für Erneuerbare und die Leute machen das ja nicht, weil sie es schön finden. Was ist für ein RWE an Erneuerbaren schön? Es sind gesicherte Gewinne. Gesicherte Gewinne, die bei uns abgepresst werden durch Vorrangeinspeisung. Genau. Und dann funktioniert's. Darf ich ergänzen? Ganz kurz und dann bitte zu Herrn Lee. Entschuldigung, war ein bisschen lang, aber. Ja. Ich topp das noch. Ja, Sie bekommen ein Zeitzertifikat von mir. Ich versuche mal, das noch ein bisschen zu erweitern. Also ich nenne mal den Namen Tom Oliver Regenauer. Er hat gerade einen sehr guten Artikel geschrieben, der mir aufgefallen ist. Und er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht und hat eigentlich da weitergemacht, wo ich mit Artikeln vorher aufgehört habe. Den hatten wir auch schon bei uns hier bei Fairtalk in der Sendung. Ja, also unbedingt lesen, Empfehlung. Also es ist kein monolithischer Block. Also wenn wir jetzt von den Reichen und Mächtigen sprechen, die wollen ja auch nicht alle das Gleiche. Aber wir sehen, es werden bestimmte Agenden gesetzt und dann muss die Frage, werden die aufgenommen oder werden die nicht aufgenommen? Was an dieser Agenda mit dem Klimawandel auch gemein ist mit vielen anderen Sachen, ist das Leitmotiv, dass die Erde überlastet ist und wir Menschen sind die Ursache, in welcher Form auch immer. Eine andere Ausprägung dieser Sichtweise ist zum Beispiel, dass angefangen wurde, irgendwelche Naturschutzparks, Nationalparks zu machen. Das Ganze ging auch von der UNESCO aus, dann gab es den World Wildlife Fund. Und
Dann haben wir solche Sachen wie wie heißt das nochmal in Tansania, dieses Serengeti, ich finde genau, der Ausdruck ist mir gerade entfallen. Also da haben wir diesen Serengeti-Park zum Beispiel und da würde jetzt jedes Schulkind denken, oh, ist doch ganz toll, also die Einheimischen haben wir da vertrieben, die dürfen nicht mehr Jagd auf die Tiere machen, damit sie sich da frei entfalten können, die Tiere, also Elefanten und Löwen und Antilopen und Giraffen, die leben da alle schön nebeneinander her und können sich da frei entfalten und keiner kann die Tiere mehr schießen, ja. Und so sind also viele von diesen Parks weltweit verteilt und die Natur wird zufrieden gelassen und der Mensch ist da draußen. Ist das wirklich so? Also ich habe die einheimischen Stämme vertrieben, die dürfen nicht mehr jagen und jetzt kann da keiner mehr Jagd machen. Stimmt nicht. Ich kann als Europäer für 50.000 oder 100.000 Euro oder noch ein bisschen mehr, kann ich dann eine Safari machen, kann da hinfahren, mir dann ein Nashorn schießen oder einen Löwen oder was auch immer. Da gibt es unterschiedliche Preislisten. Es gibt ja, glaube ich, auch einen in der Gegend, einen Anbieter, da kann man eine Safari hinmachen. Und die bilden sich da alle ganz stolz ab, neben dem Tier, was sie da gerade geschossen haben. Und das ist eine Form von, ich wollte schon sagen, Neokolonialismus, stimmt ja gar nicht. Das ist einfach nur der fortgesetzte Kolonialismus. Ich vertreibe die einheimischen Stämme, die können ihr täglich Brot nicht mehr irgendwie sich erwerben, also auch durch Jagd zum Beispiel. Was sich ja nomadisch lebenden Stämmen vielleicht mal zustehen sollte, dass sie das dürfen, ja. Das mache ich am Amazonas genauso, warum nicht da? Aber der Weiße oder wie auch immer, die reichen Leute können da hinfahren und können dann halt die Tiere schießen. Das macht keinen Sinn. Und diese ganze Agenda geht zurück auf eugenische Kreise. Das heißt, uns wurde ja erzählt, mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem verlorenen Zweiten Weltkrieg gibt's keine Eugeniker mehr, sozusagen. Das ist stumpf gelogen. Die haben vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich haben die hervorragend überlebt. Und das heißt jetzt nur nicht mehr Eugenik, das nennt sich jetzt Transhumanismus. Mhm. Und Julian Huxley, damals im Vorstand der britisch-eugenischen Gesellschaft, hat diesen Begriff geprägt. Übrigens, die Familie Huxley ist eine ganz interessante Familie. Aldous Huxley, Autor von Brave New World, hat das gesehen, hat das also in so einen Roman verpackt. Der Vater der beiden, auch ein Huxley, jetzt habe ich gerade den Vornamen wieder vergessen, man nannte ihn Darwins Bulldog, weil er wir nämlich... Wir kommen auch ein bisschen vom Thema ja, aber weg, das ist Eugenik. Das heißt, also wir sehen, also diese Eugenik-Geschichten kommen überall rein und dann sehen wir plötzlich, dann gibt es Planned Parenthood Foundation. Und zum Beispiel die deutsche Pro Familia ist Mitglied im internationalen Verband der Planned Parenthood Foundation. Das ist ein Verband, der von Eugenikern gegründet wurde. Und da geht es vordergründig geht's um, wie nannten die das, Reproduktionshygiene. Ja, also ich kann mir dann zum Beispiel als Frau selbstbestimmt bestimmen, ob ich Kinder kriegen möchte oder nicht. Was aber dahinter steht, da frage ich mich doch, ist das wirklich, geht's da um, also es geht um den Begriff Reproduktionskontrolle oder man könnte auch sagen Bevölkerungskontrolle. Das heißt also, ich kontrolliere die Anzahl der Bevölkerung darüber. Also das Ziel, was da auch ganz offiziell ausgerufen wurde, was ja auch ein Bill Gates zum Beispiel über die Rampe trägt, ist, die Menschheit ist zu viel, wir müssen weniger werden. Zum Beispiel durch Impfen meinte er, hätte man das machen können. Dass man die Menschheit reduzieren könnte. Er sprach nicht von diesem Covid, das war ja 2011, als er das mal gesagt hat, bei Markus Lanz. Ja, also das ist die Agenda, die dahinter steht. Okay, ich würde genau. An der Stelle einmal kurz Herrn Lee wieder reinholen. Entschuldigung, das war ein bisschen länger. Und vor allem nochmal, der Verband Landwirtschaft verbindet Deutschland. Jo. Zum einen, wofür steht der? Und wie sieht es denn mit Ihren Mitgliedern aus in diesem Verband zu diesem Thema? Also sind Sie da eher jetzt so mit Ihrer Position das schwarze Schaf oder stehen die alle hinter Ihnen? Nö, also was heißt hinter mir? Also ich kenne keinen Berufskollegen von mir in Deutschland, der jetzt Yippie schreit und sagt, die Regierung macht einen super Job. Kenne ich gar keinen. Ja, also selbst unser Bauernverband, das ist ja nun der größte Verband und die größte angebliche Vertretung der Bauern in Deutschland, sagt ja auch, Herr Ruckwied ist der Präsident dort, hat ja letztes Jahr gesagt, die in den Glaspalästen in Brüssel
haben wohl offen, hat er nicht gesagt, das hat Aiwanger gesagt, aber sowas ähnliches hat er gesagt. Er meinte das Gleiche, er spricht das ziemlich diplomatisch aus. Aber alle Berufskollegen in Deutschland schlagen die Hände über den Kopf zusammen, die Fachleute auch, da waren wir gerade. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Zahlen mal in den Raum schmeißen hier. Aber das ist ja, Entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche, das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Also nichts Neues, dass die Landwirte mit Politik unzufrieden sind. Das gibt's ja schon eigentlich. Ja, das ist, ich weiß immer, dass der Bauer muss immer meckern und der Bauer hat genug Geld und kriegt Subventionen und was ich nicht mehr immer alles anhören muss. Zu diesen Subventionen ganz kurz nur mal, damit dieses Narrativ auch mal verschwindet. Das sind Agrarausgleichszahlungen, die wurden uns versprochen, als der Weltmarkt geöffnet wurde und die sollten uns schützen. So, und das ging mal irgendwie von 400-500 Euro pro Hektar pro Jahr, die man dann bekommen hat fürs Nichtstun, sage ich mal. Das war wirklich so, das ist jetzt runtergebrochen, jetzt nur noch 170 und sie müssen dafür extreme Leistungen machen. Die meisten meiner Berufskollegen würden alle sagen, behaltet das Geld, steckt es in Bildung rein, lasst uns einfach arbeiten. Ja, und ich möchte jetzt einmal ganz kurz diese Zahlen nochmal reinschmeißen, weil das dann versteht, glaube ich, jeder, was ich sage. Das ist dieser, wenn man mir nicht glaubt, dass es der Politik in Landwirtschaft nicht darum geht, Klimaschutz zu betreiben und damit dann CO2 einzusparen, was sie meinen, was wir machen müssen, dann muss es doch jeder selbst merken bei den ganzen Agrarwenden, Wirtschaftswenden, Heizwenden, was wir immer hören. Also ich möchte mal gerne Wirtschaftswenden sollen wir jetzt ja auch machen. Eine Wende heißt ja immer, also wenn ich jetzt die echte 180 Grad und nicht die Baerbock schon meine, dann ist das ja ein Rückschritt. Ich gehe nach hinten. Wir wollen nach vorne gehen. Wir haben bei der Landwirtschaft und ich glaube in vielen anderen Bereichen auch immer noch die besten Leute mit auf diesem Planeten. Also wir haben die best ausgebildeten Landwirte, die von den Unis kommen, die von den Fachschulen kommen, die wollen was Neues reißen. Die wollen wirklich was. Und wir können das auch, weil wir noch die weltbesten Hersteller von Agrarmaschinen hier haben. Wir haben im Herbst wieder die weltgrößte Agrarmesse in Hannover. Da kommen alle aus aller Welt hierher und wollen unser Know-how haben und wollen wissen, wie macht ihr Landwirtschaft? Und wir können das auf dem allerhöchsten Niveau machen weltweit. Aber nochmals, wir sehen es ja jetzt bei diesem Heizungsgesetz. Das hat jeder spürt es jetzt mal selber. Das Heizungsgesetz ist auch da, vielleicht da noch ein paar Zahlen dazu. Also ich habe gerade gehört, dass wenn wir bis 2030 bei der Umsetzung des Heizungsgesetzes würden wir als Deutschland kumuliert 54 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Aber jetzt mal ins Verhältnis gesetzt. China, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, ballert jedes Jahr 12,5 Milliarden Tonnen raus. Das heißt grundsätzlich, das, was wir in 6 Jahren einsparen, hauen die irgendwie so in 1,5 Tagen richtig, in die Luft. Genau. Ja, und da Klima ja was ist, was global ist, was uns ja dann alle irgendwie, alleine an Sonderzahlen müsste die Politik ja also nicht nur ins Grübeln kommen. Naja, klar, sondern also wie gesagt, da hat es jeder verstanden und das ist genau, was Sie sagen. Ja, wir sparen mit dem Gesetz einen Tag den Verbrauch von China ein in 6 Jahren. Das muss jeder mal verstehen, was das heißt. Ich hatte mit Adrian Glaubitz, Diplom-Physiker aus Berlin, habe ich ihn kennengelernt, ich habe Artikel aus der Zeit bei dem mal gelesen, habe mit dem mal so ein kleines Gespräch gehabt über mein Format. Und der hat mir erzählt, wir würden, wenn wir die letzten 6 AKWs hätten laufen lassen, pro Jahr 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und jeder, der die Grünen wählt, muss doch da erkennen, dass gerade den Grünen nicht um Einsparen von CO2 gehen kann. Und wer die noch wählt, der ist dann nicht mit dem grünen Gedanken unterwegs. Also es geht nicht. Das braucht mir keiner erzählen. Und weil wir gerade eben schon beim Fleisch waren, beim künstlichen Fleisch, auch bei Milch. Oatly ist ja jetzt auch die Start-up-Firma schlechthin. Die Hafermilch, aber auch Sojamilch und all sowas, ja. Uns wird ja vorgeworfen, gerade auch unseren Milchviehbauern hier in Deutschland, dass sie so viel Wasser verbrauchen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, mein Tisch hier, diese Fläche, ist jetzt die Weide. Da stehen jetzt 3 Kühe drauf und weiden dort. Hier fließt die Weser lang, damit es jetzt meine Heimat mal ist. Da wird der Wasserverbrauch, der auf der gesamten Fläche fällt, mit eingerechnet bei der Erzeugung von Milch. Also das ist doch nicht mehr normal. Also und dann wird das gegenübergestellt und gesagt, ja, die Hafermilch oder die Sojamilch ist viel effektiver. Sie müssen doch die Nährstoffe sehen, die Nährstoffe, die da drin sind pro Liter, die sind doch wichtig. Die sind doch wichtig, die zählen ja gar nicht. Sie haben doch gar keine Nährstoffe in so einer Hafermilch drin. Also es schmeckt nicht nur zum Kotzen, sondern es ist auch sinnlos. Da können Sie genauso gut Wasser trinken. Es ist ja nicht verkehrt, Wasser zu trinken. Ja, aber gut, damit aber haben auch, Sie. Aber auch da muss ich jetzt wieder sagen, okay, da, Sie werden mir jetzt wieder vorwerfen und sagen, ich sei CEO von Oatly, bin ich auch nicht, genauso wenig wie Politiker in Berlin. Aber wer Hafermilch trinken möchte, soll doch Hafermilch trinken. Kann er doch machen. Da haben Sie vollkommen recht. Da haben Sie mich nicht verstanden. Und für den einen, sage ich mal, taugt Hafermilch, ist besser verträglich, und für den anderen Kuhmilch. Also ich kann nur zum Beispiel sagen, ich habe mit Kuhmilch meine größten Probleme gehabt und habe sie weggelassen. Alles gut. Aber ich gestehe jedem zu, Kuhmilch zu trinken. Ja auch, so soll es doch ja am Ende sein.
Sache, da haben Sie komplett recht, ist auch meine Sache, wie viel Fleisch ich esse, was für ein Fleisch ich esse und so weiter. Aber mir geht es nur darum, dass da mit völlig falschen Zahlen agiert wird. Da werden Märchen erzählt. Sie können doch nicht allen Ernstes jetzt sagen, dass die Weide, das Wasser, was hier fällt, das ist doch nicht weg. Das geht doch ins Grundwasser, das weiß doch jeder. Oder wenn die Kuh bei mir dann aus der Weser trinkt, dann ist das doch nicht vergeudet. Weil was passiert denn in 2 Tagen? Was ist mit dem Wasser aus der Weser in 2 Tagen? Dann ist es versalzen, weil es dann in der Nordsee ist. Das ist doch eigentlich auch normalerweise jedem klar. Deswegen kann ich doch diesen Wasserverbrauch nicht anwenden. Und jetzt kommt nochmal, weil wir immer von dieser Trog-Teller-Diskussion hier sprechen, also die Konkurrenz, dass wir ja 60-70% in die Tröge reinschmeißen. Da wird auch behauptet, als ob wir das in eine Mülltonne reinschmeißen. Wenn ich Tiere habe, Nutztiere habe. Es sind Nutztiere. Über die Haltungsform können wir gerne streiten, kein Problem. Können wir auch gerne kuscheln jeden Tag mit denen, ist mir egal. Wir können auch über den Begriff Nutztiere streiten, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber gut, mir geht es jetzt um folgenden Punkt. Wir füttern diese Tiere mit Soja-Extraktionsschrot. Das ist das Abfallprodukt von dem, was Sie für Ihre Sojamilch brauchen. Wenn überhaupt, sind Sie der Schuldige, dass die Scheiße aus Brasilien kommt und nicht wir. Muss ja mal gesagt werden. Wir verfüttern nur den Abfall damit. Und was haben wir davon? Wir haben dann am Ende, da kommt Milch raus, einen Nutzen. Daraus machen wir Käse, Quark, Butter. So, und bei Schweinen oder bei anderen Tieren auch das Gleiche. Was wir da reinfüttern, ist keine Konkurrenz vom Menschen, weil wir in Deutschland nicht in der Lage sind, überall brotbackfähigen Weizen herzustellen, sondern es gibt auch nur Länder oder Regionen, wo ich nur Futterweizen herstellen kann. Und dann würde ich doch froh sein, dass ich das wenigstens nutze, statt es veröden zu lassen, was für das Klima, wenn es wieder ums CO2 ginge, ja noch schädlicher wäre. Verstehen Sie? Was unterscheidet denn jetzt den brotbackfähigen Weizen von dem Futterweizen. Er hat nicht die Parameter, die ich brauche. Er hat nicht den Klebergehalt, den ich brauche. Er hat nicht die Proteinwerte, die ich brauche. Und Protein ist ein Stichpunkt überhaupt. Wir haben in diesem Jahr extreme Probleme gehabt, brotbackfähigen Weizen hinzubekommen, weil man uns mit einem Narrativ Nitrat. Also Sie wissen ja alle, und trinken Sie nie wieder Wasser in Deutschland. Es ist alles nitratverseucht. Die Menschen fallen reinweise um. Ich bin jetzt mal auf Ihrem Niveau. Schmeckt gut. Weil das ist ja absolut lächerlich. Kennen Sie irgendjemanden? Kennt irgendjemand im Publikum jemanden, der an Nitratvergiftung erkrankt oder gestorben ist? Ist lächerlich. Aber fast 40% der gesamten Bundesrepublik Deutschland sind nitratbelastet, weil wir ein Messstellennetz haben, was viel zu dünn ist. Und überall sind Brunnen, die über 50 Milligramm anzeigen. Und dann werden dann, also hier, das ist ein Brunnen, der zeigt 50 Milligramm an. Das sind hier 10 Kilometer in die Richtung, 20 Kilometer in die Richtung. Und alle Bauern in dieser Gegend dürfen ihre Pflanzen nur zu 80% des Tagesbedarfs düngen. Das ist ungefähr so, sie haben ein Kind und können ihrem Kind nur 80% des Tagesbedarfs geben und wundern sich, dass es nicht wächst, dass es ständig krank ist. Und das ist bei unseren Pflanzen genau das Gleiche. Und jetzt komme ich wieder zum Klima, weil wir ja, das ist das Thema der Sendung. Und dann wundern wir uns, dass die Böden veröden, weil ich sie nicht bedarfsgerecht düngen kann. Ja, ich muss ja für Humusaufbau, muss ich einen Boden auch bedarfsgerecht düngen. Und Humus ist doch angeblich der größte CO2-Speicher. Nicht umsonst wollen wir jetzt ja wieder alles vernässen und Moore wieder herstellen. Müssen Sie sich vorstellen, ich kenne Leute aus Ministerien, die sagen mir, Herr Lisi, glauben es nicht, wir kriegen Karten vorgelegt aus den 40er, 50er Jahren, wo angeblich irgendwo Moor ist. So, und dann sollen wir das da wieder vernässen. Dann schlage ich auch vor, dass wir mit dem Münchner Flughafen anfangen, weil das war auch mal ein Moor. Lass uns den Münchner Flughafen abreißen und das wieder vernässen. Das wäre das Erste, was wir machen sollten. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen ja nur die Landwirtschaft schaden. Das ist das Narrativ, mit dem wir leben. Und da haut die Agenda Klima mit CO2, mit Nitrat. Das nächste haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Gut, da müssen wir vielleicht auch über Monokulturen sprechen. Ja, über, wo gibt's denn die? Dünger, na, also ich sag mal, das ist zumindest das, was... Was ist denn eine Monokultur? Eine Monokultur ist, wenn immer das Gleiche dort wächst. Genau, jedes Jahr am Stück steht da das Gleiche. Gibt's in Deutschland gar nicht. Höchstens jetzt beim Wein oder so. Oder beim Aber Obst. Gut, dass wir drüber sprechen, weil das ist mein Wissen. Zuckerrohr. Zuckerrohr ist eine klassische Monokultur, wo Sie eine Fläche haben. Ich sag mal, die Durchschnittsfläche in Deutschland ist wahrscheinlich so groß wie das hier. Und die Durchschnittsfläche in Brasilien, wo genau Zuckerrohr steht, ist der ganze Tisch. Durchschnittsfläche. So, das ist in Deutschland alles schlecht. Übrigens ist unser Weizen auch in Deutschland komplett schlecht. Deswegen werden wir gerade mit ukrainischem Weizen überschwemmt ohne Ende und wir zahlen sogar noch Teile des Transports hierher. Das gehört auch zu weit dazu. Und der ukrainische Weizen ist deswegen schlechter. Das hat übrigens auch die Regierung in Dänemark bestätigt, dass der mit Mitteln behandelt ist, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Jetzt geht es mir nicht darum, dass ich die Ukraine schlecht machen will. Mir geht es nur darum, wie kann das sein, dass unser Weizen schlecht ist. Und der Özdemir sagt hier, ich habe es mal ausgedruckt, Özdemir fordert mehr Anstrengungen gegen Hunger. Ja, und wir müssen dieses Jahr 4% Zwang stilllegen. Da darf ich nichts drauf machen, auf meinen Eigentum. Müssen Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt sage, Herr Lehrig, so,
Ihr Schlafzimmer ist tabu ab jetzt in Ihrer Wohnung. Zahlen trotzdem weiter Miete und Steuern, ist mir egal. Das ist doch lächerlich. Das läuft hier in Deutschland gerade. Das läuft hier. Das würde ich übernehmen. Und die Begründung ist ja, das sei Klimaschutz. Ich habe jetzt mit Experten, also wirklich, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich habe wirklich mit Leuten, die sich in der Landwirtschaft extrem gut auskennen in diesem Land. Was ist denn da Klimaschutz? Ja, gar nichts. Ja, wie gar nichts? Ja, gar nichts. Wir werden verarscht. Das sagen die mir, aber nicht vor einer Kamera bei Ihnen. Herr Feistel, ja. Werden wir verarscht? Natürlich. Komplett, von vorne bis hinten. Ja. Also Sie sagen auch, alles das, was Sie recherchiert haben zu dem Thema, spricht dafür, dass das alles Lug und Trug ist. Naja, und Sie veröffentlichen ja sehr viel dazu. Sobald eine Regierung den Mund aufmacht, werden Sie verarscht. Das ist immer schon so gewesen und hat sich seitdem noch nicht geändert. Aber ich wollte noch mal vielleicht noch einen anderen Punkt ansprechen, der mir gerade so einfiel, weil Herr Limburg ja gerade von dem Club of Rome sprach, der in der Bemühung, den globalen Frieden zu sichern, auf diese Klimaidee kam. Mir kam gerade so der Gedanke, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass China, wie viel war es, wie viele Milliarden? 12,5 Milliarden Tonnen im Jahr emittiert. Könnte man ja jetzt, wenn man das Narrativ wirklich sehr ernst nimmt, auf die Idee kommen, dass wir denen den Klimaschutz dahin bomben müssen. So wie wir schon im Afghanistan die Demokratie dahin gebombt haben und im Irak. Man könnte auf die Idee kommen, das ist eventuell so als letzter Ausweg, weil die einfach nicht machen, was wir wollen, müssen wir halt die zwangsbeglücken. Wäre jetzt nur, also wenn man es wirklich sehr ins Extrem treibt, wäre das durchaus, ich finde, eine realistische Folge, weil mit dem Thema Demokratie hatten wir das da, wie gesagt, im Nahen Osten auch. Die wurden ja auch zwangsbeglückt, sehr erfolgreich. Sind Sie denn als Journalist noch in irgendeiner Art und Weise im Austausch, ich sage jetzt mal, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Mainstream, oder haben Sie für sich gesagt, nee, also das ist eh sinnlos. Also das, was wir hier erleben, dass wir hier halt an diesem Tisch bisher niemanden bekommen haben, erleben Sie das auch so? Also ich habe tatsächlich sehr wenige Kontakte in den Mainstream, aber ich kam dieses Jahr tatsächlich in den Genuss des Kontakts eines Menschen, der beim ZDF arbeitet. Und der ist tatsächlich, ist uns, glaube ich, näher als dem, was täglich im ZDF gesendet wird. Aber so ein Techniker oder was, der hinter dem Bild arbeitet? Nein, ich finde das wichtig zu betonen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass dort eben auch Menschen arbeiten, ja, die aber aus welchen Gründen auch immer es sich nicht leisten können, nicht leisten wollen und dort auch irgendwie in Umständen sind, die dazu führen, dass sie eben ihren Mund nicht aufmachen. Und man muss da, finde ich, immer im Einzelfall auch schauen, was dann dahinter steckt, weil man auch nicht pauschal sagen kann, das sind alles Idioten, weil das sind sie nämlich nicht. Im Gegenteil. Sondern es gibt auch da viele. Und ich habe einige Gespräche auch in diese Richtung geführt, wo ich gesagt habe, ich war erstaunt darüber, wie es da doch auch eine Offenheit jetzt grundsätzlich auch den alternativen Medien gegenüber gab. Aber, und das ist das große Aber, das haben Sie ja auch schon gesagt, damit will sich niemand vor die Kamera setzen. Nein. Ja, und das ist das Problem, wo ich sage, wir müssen diesen Mut haben, uns vor die Kamera zu setzen, weil das ist die Grundlage von Demokratie, Meinungsfreiheit. Ohne die geht's nicht. Sofort. Genau, aber das ist ja nicht gewollt. Also Meinungsfreiheit ist hier ja in diesem Land kaum mehr als etwas, was irgendwo auf einem Stück Papier in etwas nennt, wo wir dann Grundgesetz drüber geschrieben haben. Das steht da und mehr auch nicht. Da hört's dann auf. Eine Frage, also wie geht denn der Kollege damit um, der jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, dass er nicht das vertreten darf, von dem er überzeugt ist? Also wir beide haben ja den Vorteil, dass wir in den Zeitungen, wo wir publizieren, eigentlich, würde sagen, fast alles publizieren können. Und also jetzt zum Beispiel Klimawandel ist ein klassisches Beispiel. Da wird zum Beispiel, ich schreibe ja bei Apolut, da wird also beides abgebildet, sowohl die Pro- als auch die Kontraversion. Und da hat der Zuschauer die Möglichkeit, sich aus dem Meinungsportfolio, also die Meinung rauszusuchen, die ihm als plausibel erscheint. Ne? Also wo die besseren Argumente sind. Es gibt sicherlich, ich habe das auch noch nicht ausgetestet, aber es wird sicherlich eine Grenze geben. Also wenn ich jetzt vielleicht anfangen würde, plädieren würde, dass mehr Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden sollen, dann werde ich sicherlich dann schon mal irgendwann mal gefragt, Markus, was ist mit dir los? Hast du zu heiß geduscht oder was? Aber
Ansonsten haben wir ja die Freiheiten, ja, eigentlich alles zu schreiben, was wir wollen oder die Themen, die uns interessieren und dann halt auch die Position einzunehmen, von denen wir denken, dass es die richtige Position ist. Wenn ich jetzt immer da oben noch drüber einen sitzen habe, wo ich denke so, okay, darf ich das jetzt sagen, weil dann das könnte mich meinen Job kosten. Das ist doch, also das ist doch psychologisch, das führt doch zu einem Krankheitszustand. Also dann kriegt man doch nicht mal alle gerade hier oben dabei. Ich glaube, bei vielen ist es eben nicht so, dass sie denken, sie müssen jetzt darauf achten, was sie oder sie dürfen nicht schreiben, was sie wollen, weil sie sind fest davon überzeugt, dass sie schreiben dürfen, was sie wollen und senden dürfen. Das Ding aber ist eben der andere ZDF-Typ, von dem Sie gar sprachen, der näher auf unserer Seite ist. Warum? Wie macht er das? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht auch von dem Begriff weggehen, unsere Seite. Also ich begebe mich auf gar keine Seite. Ich begebe mich auf die Seite der Fakten und der Realitäten. Also ich muss auch mal jetzt den öffentlich-rechtlich mal in Schutz nehmen, weil da gibt's ab und zu richtig gute Beiträge, die zum Beispiel auch dieses Narrativ der Windenergieanlage aufgedeckt haben. Ich verarbeite die Dinger in meinem Video. ZDF-Sendung, richtig gut. Ich kann nur jedem empfehlen, jeden Zuschauer, gucken Sie mal in der ARD-Mediathek. China macht Essen. Gucken Sie sich diesen Film mal an. Ja, aber und dann, wann und wie häufig laufen die Sachen? Das stimmt. Genau. Prozentual gesehen, das ist ein Witz. Das stimmt. Und vor allem zu welcher Tageszeit. Die Schreibe, die keinen Sommer macht. Das ist komplett richtig. Und dann kann man wahrscheinlich auch immer sagen, wieso haben wir doch berichtet, dass es zu wenig ist. Da bin ich dabei. Aber da gibt es richtig gute. Und das passiert ja nicht über Nacht. Also wenn so ein ZDF oder ARD so eine Sendung macht, ob es jetzt hier ein Monitor oder sonst irgendwas ist, dann sind die ja auch lange dabei und sind da auch tief drin. Und die sind auch richtig gut und qualitativ auch hochwertig, diese Dinger. Das heißt, ich kenne auch Leute, die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten oder beim Radio. Wenn du mit denen privat sprichst, dann sehen die das genauso wie wir. Genau. Und deswegen traut sich auch keiner in solche Sendungen hier rein, weil alles, was ich hier auf meine, ja, von mir so populistische Art und Weise gesagt habe, ist trotzdem wahr. Na, und es wird sofort eine Kontaktschuld hergestellt mit Menschen, die irgendwie nicht gewünscht sind. Und da wird aber aufgehört zu schauen, ob die denn wirklich irgendwie was gemacht haben, zu 99% nämlich meistens nicht, sondern es wird einfach behauptet, der ist so, der ist rechts, der ist ein Idiot, der ist ein Aluhut, ein Verschwörungstheoretiker, nicht mehr ganz bei Trost. Und da endet die Recherche. Das wird einfach behauptet und dann ist diese Kontaktschuld da und in dem Augenblick halte ich mich davon lieber fern. Und somit wird dieses System auch nach und nach, wie soll ich sagen, also in der Meinungsfreiheit eingeschränkt. Aber ohne, dass jemand denkt, er wäre eingeschränkt, zumindest der im System arbeitet, also in diesem Mediensystem. Mhm. Gut eingehegt, ne? Es ist gut eingehegt. Das ist im Grunde so eine Art Selbstgleichschaltung. Das rekrutiert sich größtenteils aus einem bestimmten Milieu. Das sind, würde ich sagen, zu 99% Akademiker, die da sitzen. Die kriegen schon in den Unis das alles eingeprügelt oder was heißt eingeprügelt, eingetrichtert und denken halt, sie sind auf der Seite des Schönen, Guten und Gerechten und müssen das jetzt vertreten. Ja. Und gerade das ist ja der Punkt. Also am Anfang habe ich das ja jetzt überspitzt gesagt, Wissenschaft ist ja Konsens, habe ich gesagt, was ja totaler Nonsens ist. Ja? Also die Wissenschaft lebt vom Dissens. Und wenn ich, es gibt bestimmte Grundregeln, wissenschaftliche Grundregeln, die ich nicht verletzen darf. Zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mit der Korrelation komme, ich habe eine Korrelation, dass zwischen 1850 und heute das CO2 gestiegen ist und dann habe ich eine Korrelation, dass in demselben Zeitraum irgendwie auch die Temperatur gestiegen ist. Also sage ich, ich mache daraus eine Kausalität. Ich begründe das eine mit dem anderen und das ist einfach so in dem Ding, das ist nicht zulässig, das darf ich nicht. Wie gehen die Kollegen damit um? Ne? Also irgendwie gibt's da anscheinend eine Schere im Kopf, dass die dann irgendwie dicht machen. Ich glaube, es liegt, das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, ich glaube, es liegt daran, weil an diesem ganzen Narrativ hängt ja ein ganzes Weltbild. Und dass jemand sein Weltbild aufgibt, das ist, also man kann das selten sehen. Also ich muss noch mal Dirk Pohlmann lobend erwähnen. Also wir hatten ja, es ist bekannt, dass wir beide da unterschiedlicher Meinung sind zum Klimawandel. Das hatten wir auch schon hier in der Sendung. Genau, das war ja wirklich in der Sendung. Genau. Und ich habe Hochachtung vor dem, was er da gemacht hat. Also er hat gesehen, dass das mit dem 97,1-prozentigen Konsens in der Naturwissenschaft nicht stimmt, weil er dann die Daten waren ihm dann halt zugänglich. Da war er auch zugänglich dann halt für das, was ich gesagt habe. Und seitdem vertritt er das nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, wie es funktionieren sollte eigentlich. Das ist ja, dass wir haben eine Erkenntnis, ja, eine wissenschaftliche Erkenntnis oder was für eine Erkenntnis auch immer. Sie muss gar nicht wissenschaftlich sein. Und diskutieren Sie mit jemandem, der eine andere wissenschaftliche Erkenntnis hat. Und dann
daraus entsteht doch genau auch das Neue. Das ist doch aus meiner Sicht auch Evolution. Alles andere zu sagen, hier bauen wir eine Mauer und das habt ihr zu glauben, das ist ja eigentlich das Gegenteil des Lebens, oder nicht? Klar. Also ich fand, das ist ein gutes Beispiel mit Dirk und mir, weil wir greifen zum großen Teil auf dieselben Daten zu. Und das, da sieht man, wir haben also eine Wirklichkeit, das sind vielleicht die Daten, ja. Aber ich bewerte diese Daten komplett anders, weil ich eine andere Lebenshintergrund habe, einen anderen Erfahrungshintergrund. Also die Arbeiten, wo ich sage, die sind wichtig, Dirk, das sind relevante Daten. Da sagt er, nein, den traue ich nicht. Und genauso umgekehrt. Das heißt also, er präsentiert Daten, die sagt, die sind wichtig. Und ich sage, ich traue den Daten, aber den traue ich nicht, weil ich einen anderen Erfahrungshintergrund habe als er. Und das ist normal. Also das ist ja auch das, was ein Verfassungsgericht in den 50er, 60er Jahren zigfach in Grundsatzurteilen festgestellt hat. Wie muss ein demokratischer Diskurs laufen? Also wenn man, ich vergleiche das jetzt neuerdings immer mit einem Boxkampf, ja, also es ist also ein Meinungskampf, so wird es auch betitelt vom Verfassungsgericht, und der muss fair ablaufen. Das heißt also, jede Seite sollte oberhalb der Gürtellinie kämpfen. Ja? Das heißt also, ich verpasse keine Tiefschläge. Ein verbaler Tiefschlag wäre zum Beispiel das Klimaleugner, weil das Wort absolut deplatziert ist. Auch Verschwörungstheoretiker ist ein verbaler Tiefschlag. Aber das wird ja, ich habe hier was vorliegen, Handreichung des Westdeutschen Rundfunks zu Sprachregelungen. Ich glaube, das ist von Monitor. Mhm. Verharmlosende Klimasprache. Genau. Also der Begriff Klimawandel, da steht, klingt nach einem sanften, natürlichen Prozess. Mhm. Tatsächlich sind die Veränderungen aber heftig, gefährlich und menschengemacht. Alternativbegriff Klimakrise. Und bei Klimaskeptiker wird empfohlen, Skepsis suggeriert Nachdenken, Abwägung und Eigenständigkeit im Urteil. Es gibt aber keinen Zweifel an der menschengemachten Klimakrise. Alternativbegriff Klimaleugner. Genau. Und Klimaleugner, da sind wir schon verbal. Also es gibt in Deutschland nur ein einziges Wort, was bei jedem aufploppt. Das ist Holocaustleugnung. Das heißt, das ist deutlich unter der Gürtellinie, wenn ich so operiere im Sprachlichen. Also wenn ich jemanden, der Kritik übt, dann in die Richtung von Holocaustleugnung reinschiebe. Ich bin jetzt auch inzwischen so weit, dass ich sage, ihr vergreift euch ein zweites Mal an den Opfern, die in den KZs umgekommen sind. Gut, da haben wir also. Es ist unglaublich, was da passiert. Nochmal zurück, also zu diesem Diskurs, wie er stattfinden soll. Was wir haben, ist jetzt, wir haben normalerweise einen Ringrichter, der das sofort ahndet, wenn jemand unter der Gürtellinie austeilt. Was wir jetzt aber sehen, der Ringrichter, Vater Staat, ahndet das nicht, sondern ergreift Partei und sorgt dafür, dass eine Seite unter der Gürtellinie austeilen kann. Und diese Begriffe werden absichtlich in der Rechtsprechung so definiert, dass das plötzlich eine reine Meinungsäußerung ist, obwohl es halt eine Faktenäußerung war. Zum Beispiel, wenn ich jemanden ohne Grundlage als Antisemiten bezeichne. Ich erinnere da an Nivit Sommerfeld, die hatte nämlich das Problem, sie wurde als Antisemit bezeichnet, neben ihr auch noch Rolf Verleger. Und dann musste sie vor Gericht hören, die haben natürlich geklagt, und dann vor Gericht musste sie hören, ja, ich kann das verstehen, also sinngemäß, dass sie das gerade als Jüdin nicht so gut finden, aber das ist jetzt Rechtsprechung. Ich kann jemand ohne Bezug zur Realität als Antisemit bezeichnen, was eigentlich auch eine Straftat ist. Das heißt, ich bezichtige ihn einer Straftat. Und das geht straffrei aus vor Gerichten. Das ist jetzt seit 2, 3, 4 Jahren geht das in die Richtung, und das wird auch so bleiben wahrscheinlich. Das heißt, ich kann ohne Probleme im Meinungsdiskurs in dieser Richtung austeilen und wird nicht sanktioniert. Gut, wir kommen jetzt sehr weit weg vom Thema. Das ist doch genau das Thema. Nein, aber der Punkt ist nur, mir ist das zu pauschal. Also dieses, es ist so, das ist ein Fall und es gibt da sicherlich mehrere Fälle, aber es gibt sicherlich auch Gerichte, die es anders entscheiden. Also nein, ich glaube das geht jetzt in diese Richtung. Es gab diese Gerichte. Wenn Sie sagen, es ist jetzt so und es wird jetzt auch so sein, dann ist mir das halt zu, wie soll ich sagen, krass. Fatalistisch. Ja, also gut. Und deswegen würde ich auch, Herr Fiedler, gerne einmal jetzt zu Herrn Limburg kommen. Genau. Von Ihnen einmal noch verstehen, Eike, was ist Eike und was will Eike eigentlich? Eike ist zunächst mal ein männlicher Vorname. Aber auch eine Abkürzung. Eine Abkürzung, genau. Wir haben Eike gegründet. Ich benutze diesen Vornamen gerne,
weil wir sagten, wir müssen uns ja irgendwie nennen für die Arbeit, die wir wollen und die wir machen. Und in Langform steht EIKE für Europäisches Institut für Klima und Energie. Ich gebe zu, das ist ein bisschen hochtrabend. Wir sind vielleicht 20, 30, 50 Leute, die uns gelegentlich oder permanent zuarbeiten. Und davon auch einige aus dem Ausland. Wir machen sehr viele Übersetzungen. Aber unsere eigentliche Aufgabe oder eine Hauptaufgabe ist, die Frage zu klären, was hat das mit dem Klimawandel auf sich? Gibt es Daten, die für die eine Version sprechen oder für die andere? Und wir haben nach intensiver Forschung und überwiegend forschen bei uns Leute, die aus dem Gröbsten raus sind, nenne ich es mal nett. Also pensionierte Leute, Professoren, Physiker, Wirtschaftsingenieure, Ingenieure, so wie ich oder andere, die also nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendeine Hochschulprofessur zu halten oder Drittmittel einzuwerben oder gar auch nur gegenüber dem Rektor sich zu rechtfertigen. Wenn sie das tun, es gibt auch einige davon, die mitmachen, dann tun sie es unter Pseudonym. Also wir sind angetreten, um die Klimafrage nach naturwissenschaftlichen Regeln aufzudröseln, zu bewerten und dann vor allen Dingen, und das ist der zweite Teil, die wissenschaftliche Bildung voranzutreiben. Das steht auch in unserem Gründungsauftrag. Und die Öffentlichkeit zu informieren. Das hat dazu geführt, dass wir eine gewisse Zeit lang sogar gemeinnützig anerkannt waren, als gemeinnützig, weil die Bildung vorantreiben, die wissenschaftliche Bildung vorantreiben, ist ein Grund, gemeinnützig zu sein. Seit 2 Jahren hat uns das Finanzamt Jena die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Aufgrund eines Gutachtens, was nach meinem Dafürhalten, ich sag's mal ein bisschen grob, das Papier nicht wert ist, worauf es geschrieben ist, weil es festgestellt hat, wir würden nicht wissenschaftlich arbeiten. Was für die Gemeinnützigkeit keinerlei Voraussetzung ist, sondern wir müssen die wissenschaftliche Bildung vermitteln. Aber das ist das dafür Wissenschaft verwenden. Wir machen aber überdies wissenschaftliche Arbeit, das ist inzwischen auch anerkannt. Allerdings ist das wahnsinnig schwer, wenn wir wissenschaftliche Forschungsberichte schreiben, sogenannte Papers, dann finden Sie heute nur sehr wenige gute Verlage, die das akzeptieren, sondern sie weisen es zurück. Trotzdem haben wir es geschafft, in Summe Pi mal Daumen jetzt 10 Papers zu veröffentlichen. Einer davon wurde sogar beim IPCC-Bericht erwähnt. Also insofern ist auch die Behauptung, wir würden nicht wissenschaftlich arbeiten, was nicht Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit ist, als falsch da widerlegt, was aber nicht dazu geführt hat, dass das Finanzamt eine Einsicht hatte und uns die Gemeinnützigkeit wieder zuerkannt hat. Wir leben also von Selbstausbeutung in aller Regel. 80% unserer Kosten tragen wir durch Selbstausbeutung und 20% durch Spenden, großzügige Spenden willkommen, auch kleine Spenden willkommen, ganz kleine auch. Und machen das, weil wir denken, das ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit, diese Öffentlichkeitsarbeit, diese wissenschaftliche Arbeit, diese Bildungsarbeit zu leisten. Wir konnten bisher manchmal sogar 2 wissenschaftliche Konferenzen veranstalten in Deutschland mit international anerkannten Wissenschaftlern auf diesen Gebieten. Dieses Jahr mussten wir es ausfallen lassen, auch mangels Geld. Nächstes Jahr haben wir jetzt vor, im Mai in München eine Konferenz zu veranstalten, haben aber noch keinen Platz gefunden, weil, und das ist der zweite Punkt, wie wir es vorhin schon gehört haben, sobald wir mit einem Hotel einen Vertrag schließen, dass wir die Räumlichkeiten für eine bestimmte Zeit brauchen und die dazugehörigen 20.000 Euro schon abgedrückt haben, werden die Grünen offiziell oder inoffiziell in diesem Bereich aktiv und schreiben den Leitungen der Hotels Briefe, wisst ihr denn, mit wem ihr euch da einlasst? Und die Folge ist, dass die kalte Füße kriegen. Und wenn sie keine kalten Füße kriegen, dann machen sie mal schnell eine kleine Demonstration davor oder belästigen die Gäste in den Lobbys und so weiter, sodass die Hotels Angst kriegen und es dann rausschmeißen. So passiert in München vor 3 Jahren, dass wir 10 Tage vor der Konferenz den Stuhl vor die Tür gesetzt bekommen haben. Zum Glück eine viel bessere Liegenschaft gefunden haben am Münchner Flughafen für einen doppelten Preis. Aber es hat so viel Staub ausgewirbelt, dass wir das auch bezahlen konnten. Also wir hoffen, dass wir eine Bleibe finden, wo wir dann auch so 200, 300 Leute
unterbringen können und werden wieder eine Konferenz veranstalten, überwiegend technisch-wissenschaftlich, gelegentlich auch mal dann eben über den Tellerrand schauend, also die politischen Wirkung. Manfred Haferburg beispielsweise war bei der letzten Konferenz und hat über die Energie-Atomausstieg konferiert und den Wahnsinn, der das bedeutet, letztendlich für alle von uns, nicht nur für die Landwirtschaft, nicht nur für die Häuslebauer und alle anderen auch, und hat oder andere in Braunsbeder. Also wir machen Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlich basiert. Wir würden auch sofort sagen, CO2 ist furchtbar, wenn wir dafür Beweise fänden, dass das stimmt. Gar keine Frage. Was wäre denn, wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen in die Zukunft richten, und Sie wären hier in Deutschland an prädestinierter Stelle, was wäre denn aus Ihrer Sicht für Sie die richtige Energieform? Weil grundsätzlich, der Mensch lebt ja von Weiterentwicklung und von Fortschritt und niemand hat ja was gegen Umweltschutz, die Umwelt zu schützen zum Beispiel. Also wo sagen Sie, was wäre aus Ihrer Sicht das, womit wir gut in die Zukunft kommen? Ich möchte an dieser Stelle mal den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus zitieren, der gesagt hat, kein Mensch wird doch so blöde sein, aus dem Teich Wasser zu holen, in dem er pinkelt, oder umgekehrt in den Teich zu pinkeln, aus dem er sein Wasser schöpft. Also Umweltschutz ist wichtig, wenn man akzeptiert, dass der Mensch Teil der Umwelt ist und nicht der Feind. Sie können es auch ganz klar nachweisen. Es gibt viele wissenschaftliche Studien darüber. Je besser es einem Land geht, desto besser geht es der Umwelt. Je schlechter es einem Land geht, desto schlechter geht es der Umwelt. Es gibt eine berühmte Kurve, die ist U-formförmig, die Kuznetsov-Kurve heißt sie. Die macht das Pro-Kopf-Einkommen fest an der Umweltzerstörung. Da haben Sie auf der horizontalen Achse das Pro-Kopf-Einkommen und auf der vertikalen Achse die Umweltzerstörung. Und die nimmt zu, wenn Sie so bei 100, 200, 300 Dollar im Jahr sind, bis zu einem Maximalwert, der liegt so bei 6.000 Dollar Jahreseinkommen. Dann kippt es ab, bleibt eine Weile konstant und dann geht es wieder runter, je höher, also 10.000, 12.000, 15.000 Dollar Jahreseinkommen, dann wird die Umwelt immer besser. Ist auch ganz klar, wenn Sie Regenwaldbauer sind, dann müssen Sie den nächsten Tag erreichen. Und Sie wissen natürlich nicht so genau, dass Sie, wenn Sie den Regenwald abbrennen und das bepflanzen, dass Sie nicht lange als 3 Monate da was ziehen können und dann müssen Sie weiterziehen. Sie müssen also den nächsten Tag erreichen. Sie haben gar keine Chance, die Umwelt zu schonen, weil Sie überleben müssen. Erst wenn Sie Mehrwerte erzeugen, Gewinn machen und diesen dann ansetzen für entsprechende Forschung, Entwicklung, Bildung und so weiter, alles was dazugehört, dann wird das besser und auch das Bewusstsein, dass es eben Sie selbst schädigt. Insofern ist das die eine Sache. Die zweite Sache ist, war ich ja stehen geblieben? Die Frage nach der Energieform der Zukunft. Nach der Energieform. Also sagen wir es mal andersrum. Mit der Entscheidung oder mit der Erfindung der Verwertung der Kohle hat die Menschheit einen Riesensprung gemacht und sich von der Abhängigkeit von natürlichen Energien befreit. Markus Krall hat es mal so schön vor kurzem gesagt, wir hatten einen Erntefaktor von Energie, wenn wir im Mittelalter waren, von etwa 3 bis 5. Wir sind in den Wald gegangen, haben Holz geschlagen, haben das verbrannt, haben mit dem Verbrennen unsere Wohnung geheizt und unser Essen gekocht und so weiter und haben die Tiere gefüttert, die dann entsprechend die Mehrarbeit geleistet haben. Aber immer so im Faktor 3 bis 5. Mehr war es nicht. Mit der Kohle sind wir auf etwa einen Faktor 15 gekommen, 15 bis 20. Vielleicht sogar 25. Mit der elektrischen Energie, mit den Kraftwerken sind wir bei 25, 30. Mit der Kernenergie sind wir bei 100. Erklären Sie doch mal kurz den Faktor. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ich stecke so und so viele Energieeinheiten rein und kriege so und so viel zurück. Also das ist der Ertrag. Also quasi. Bei Holz im Wald, auch wenn wir die verkohlen mit Meilern und so weiter, was ja alles bekannt, haben wir 3 bis 5-fache mehr an Energie gewonnen, als wir vorher reinstecken mussten. Das ist der Erntefaktor, so heißt das. Und es liegt jetzt bei Dampf und Kohle, Öl, fossilen Energieträgern etwa bei 25 bis 30. Der hat uns überhaupt erst in die Lage versetzt, Wohlstand zu entwickeln. Und zwar auf breiter Basis. Also Energie in genügender Menge zur Verfügung zu haben, das gilt für alle, insbesondere aber für die, die es nicht haben, Afrika beispielsweise, ist die Voraussetzung für jegliche Art von Wohlstand.
Wenn wir aber heute hingehen und sagen, wir brauchen wieder die sogenannten erneuerbaren Wind- und Sonne, wir sprachen vorhin, dann haben wir wieder den Faktor 3 bis 5. Wir fallen also wieder zurück ins Mittelalter. Dass das nicht wirken kann, dass das nicht produzieren, ist auch ganz zwangsläufig so. Was haben denn unsere Vorväter für eine Freude gehabt, als sie die Segelschifffahrt aufgeben konnten und zur Dampfschifffahrt gekommen sind? Das war dann ein Riesengewinn. Plötzlich hatte man mehr Energie, als man nur für das reine Überleben braucht. Nochmal kurz die Frage, was die Energieform der Zukunft? Ja, ich habe die Frage nicht vergessen. Beim ersten Mal. Also die erste Feststellung heißt, da nach meiner festen Überzeugung, und ich habe das hier einigermaßen ausführen können, dass CO2 kein Problem darstellt. Sind fossile Energieträger eine wunderbare Entwicklung, die wir breiter nutzen wollen, solange sie verfügbar sind. Und ich kann Ihnen versichern, sie sind noch auf hunderte von Jahren verfügbar. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, wie alle anderen wahrscheinlich ja auch, das Bessere ist der Feind des Guten. Und ein Weg dazu wäre beispielsweise die Kernenergie. Wir haben die Kernenergie, wie gesagt, den macht den Erntefaktor und Pi mal Daumen von 100. Das sind aber Entwicklungen, die etwa 60 Jahre alt sind. Diese Kernreaktoren, die Wasserreaktoren mit Dampf und so weiter. Inzwischen neuere Konzepte schaffen bis zum Faktor 1000. Das wiederum bedeutet, dass wenn wir diese Dinge bauen, und dieser Dual-Fuel-Reaktor ist ein Weg, ein möglicher Weg. Man muss also einschränken, ist ja noch kein funktionierendes Modell da. Aber viele andere sind schon in ähnlicher Form da. Dann können wir Energie so billig erzeugen, dass die Kilowattstunde 1 Cent pro Kilowattstunde kostet. Und dann können wir auch den Schritt machen, falls das dann konkurrenzfähig ist, weil Öl und Gas vielleicht zu teuer werden, künstliche Treibstoffe zu erzeugen. Wir können dann Wasser spalten, Wasserstoff und Sauerstoff. Wir können die E-Fuels machen, wenn wir die wollten. Solange sie konkurrenzfähig sind, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Aber dazu benötigen wir den Riesenschritt vorwärts in die Kernenergie. Und die wiederum sind heute so machbar, so sicher machbar. Ich will nochmal eine andere Zahl sagen, aber das ist wirklich wichtig. Die gesamte Zahl, und da kommt ja sofort die Frage nach dem Endlager, die gesamte Menge an radioaktiven Stoffen, die unsere deutschen Kernkraftwerke bisher erzeugt haben, passen in einen Würfel, und jetzt bleiben Sie sitzen, von 27 Metern Kantenlänge. Das ist das Brandenburger Tor als Würfel. Und der heißstrahlende Teil passt in einen Würfel von 9 Metern Würfel. Dass wir die abschirmen, dafür haben wir dann die dicken Kastoren und so weiter. Aber der Knackpunkt ist, dieser radioaktive, strahlende Abfall ist nur zu 5% maximal in Energie gewandelt worden. Der Abfall ist ein Wertstoff, denn 95% der Energie stecken noch drin. Und mit den neuen Kernreaktorkonzepten kommen wir runter auf bis zu 5% nur noch Rest. Das heißt, wir können den gesamten, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Atommüll verwenden, um unsere Energieversorgung in Deutschland auf 100 oder mehr Jahre zu sichern. Mit diesen neuen Reaktoren. Einige davon sind bereits im Betrieb, in Russland beispielsweise, verarbeiten, aber auch RB800 verarbeiten, also Atommüll, und reduzieren damit die Menge des Restmaterials. In China, glaube ich, Restmaterials. Auch in China haben wir gerade begonnen. Und das bedeutet aber auch, dass die Menge an Reststoffen sehr viel kleiner wird und damit auch überschaubarer. Ja. Und durch die entsprechende technische Ausbildung ist dann auch die Aufbewahrungszeit, bis das Ganze auf das Niveau der natürlichen Strahlung abgekrönt ist, nur noch 300, 400 Jahre. Klingt lange, ist aber überschaubar. Herr Lee. Ja? So ist es. Danke. Ihr Energiekonzept für die Zukunft und für die Landwirtschaft? Ja, erstmal Autarkie herstellen, zumindest zum gewissen Teil. Das letzte Mal, als wir in Deutschland autark waren, war Anfang der 90er Jahre. Natürlich können wir hier noch keine Bananen anbauen und sowas, aber dennoch können wir hier viel mehr. Und vielleicht auch als Gesellschaft müssen wir uns vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückentwickeln. Da nehme ich das Wort mal wirklich in den Mund, wenn wir wirklich von Nachhaltigkeit reden und auch von Tierwohl reden, was wir ja alle angeblich wollen. Dann müssen wir mal wegkommen von dem Lieblingssatz, den ich immer sage, am Regal endet die Moral.
Weil da müssen wir uns auch mal alle an unsere eigene Nase packen und dann auch mal sagen, muss es denn wirklich jetzt die Himbeere oder die Erdbeere am Weihnachten sein? Das müssen wir uns echt mal selber alle fragen. Ja, aber das ist grundsätzlich immer der Punkt Eigenverantwortung. Ja, ist ja auch komplett richtig. Ja, komplett richtig. Aber ja, gut. Ich wollte jetzt nicht schon wieder über die Grünen meckern, das mache ich gleich nochmal. Also mir geht's auch um den Punkt, was Sie gerade gesagt haben. Also dieses Schreckgespenst Atom. Ja? Oder ich glaube, haben Sie erwähnt, dass man auch nicht mehr Atom oder Kern, man soll Atomkraft sagen und nicht Kernkraft? Weil nee, das habe ich nicht erwähnt. Das war der WDR da auch nämlich an diesem Ding da rausgehauen, weil es sich schreckhafter anhört. Die Atombombe. Atombombe, ja, genau. Also das Kernkraft hört sich ja viel zu harmlos an. Das ist einfach lächerlich, ja. Und dass wir das einzige Land sind, was da aussteigt. Und wenn Sie dann mal, ich bin ja halber Engländer, schaue auch viele ausländische Medien. Väterlicherseits. Und dort gibt es nun mal nicht so dieses Klimanarrativ, CO2 bringt uns alle um. Ne? Wie ist man auch sagt, okay, wir müssen Klimaschutz betreiben, das gibt es da auch, im angloamerikanischen Raum auch, aber doch nicht wie hier. Ja, das ist ja irre. Da redet man über Naturschutz, Artenschutz, alles vollkommen richtig. Aber den größten Naturschutz und Artenschutz, wenn man jetzt das auch mal global sehen würde, wäre, wenn wir hier uns vernünftig mit einer vernünftigen Ernährung zu Hause zufrieden geben würden und wirklich nicht alles aus aller Welt holen müssten. Weil das Artenschwinden findet nicht hier statt, sondern in Südamerika oder irgendwo, wo Palmöl herkommt, aus Indonesien und so. Da wird abgeholzt bis zum Abwinken. Da ist Artensterben ohne Ende. Und wenn wir das erstmal machen würden, da wäre schon mal sehr viel gewonnen. Aber meine Technologie der Zukunft ist offen und nicht festgelegt. Und das ist der fundamentale Unterschied zur jetzigen Regierung. Der Plan ist in Beton gemeißelt. Ich habe es ja gesagt, wir haben zwei Wege. Wir sollen Wärmepumpen überall einbauen für Strom, den wir nicht haben. Aber dann kommt irgendeine Ministerin und erzählt uns, Wind und Sonne schickt keine Rechnung. Nee, da hat sie recht. Das macht der Stromanbieter. Das Netz ist der Speicher. Und zwar nicht. Also wer das glaubt, ne? Also ich möchte mal ein paar Zahlen mal kurz in den Raum schmeißen, weil wir sind ja diejenigen, die übrigens auch die einzigen, glaube ich, die berechtigt wären, CO2-Zertifikate überhaupt zu verkaufen in Deutschland. Wer speichert denn CO2? Das Startup in Berlin-Mitte? Ich glaube eher weniger. Sondern wenn überhaupt, ist es die Land- und Forstwirtschaft. Wir speichern ja CO2. Aber wir kriegen nichts, im Gegenteil. Wir sollen ja sogar noch dafür bezahlen. Naja, zumindest ein Teil. Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber mir geht's vor allem darum, dass wir in Deutschland jeden Tag 5 bis 6 Windräder bauen, damit Versiegelung ohne Ende betreiben. Herr Feustel hat es vorhin schon gesagt. 21.000 Säcke Beton. 21.000. Mindestens 300 Kilo Stahl. Nur für das Fundament. Und da ist der ganze restliche Dreck überhaupt nicht mit erwähnt. FS6, das gefährlichste Treibhausgas überhaupt, was oben verbaut wird. Die ganzen anderen seltenen Erden, die wir nicht haben, haben wir schon erwähnt. Und dann wollen wir pro Tag in Deutschland 44 Fußballfelder mit Freiflächenphotovoltaik zubauen. Und damit, wie ich gerade gesagt habe, die besten Böden der Welt mit, ja, einfach opfern. Um dort eine Energie. Ich bin Freund vom Photovoltaik. Ich habe bei mir ganz viel auf den Dächern drauf. Ich bin noch lange nicht fertig. Ihr, wenn ich das schon wieder sehe. Ich dauert noch. So, jetzt bin ich auch mal dran. Jetzt hier. Also, das kann ich glaub, noch Sie nicht. Sie sind bisher nicht zu kurz gekommen. Ja, doch. Ja, die alten weißen Männer waren viel länger dran. Ja. Aber was nicht sein kann. Was doch nicht sein kann, ganz ernsthaft, dass man uns Landwirten dann für einen Hektar 5.000 bis 6.000 Euro Pacht anbietet, um dort Freiflächenphotovoltaik hinzustellen, für 20 Jahre gesichert mit Optionen auf weitere 10 Jahre. Flattert bei mir jeden Tag im Briefkasten, so ein Angebot. Ja, und ich meine, ich kann die Landwirte verstehen, die sagen, wenn ihr diesen ganzen Quatsch machen wollt, ich nehme die Kohle. Ja, klar. Ja, weil so eine Frucht mit so einem Deckungsbeitrag, maximal mit Kokain. Geht gar nicht. Ja, und dann darf man sich nicht wundern, dass die Landwirte jetzt sagen, okay, wenn ihr das alles machen wollt. Ja gut, aber das ist das Gleiche wie am Regal. Oder auch die Entscheidung dann zu treffen und sagen, na ja, ich mach's oder ich mach's nicht. Also, aber sie können doch auch, ich verstehe die Landwirte, die auch sagen, ich mach diesen Dreck nicht mehr. Und ich verstehe auch alle CEOs von großen Firmen, die sagen, wisst ihr was, ich gehe in die USA, da werde ich mit Kohle gelockt bis zum Abwinken, ich hau ab. Wir können das nicht, ich kann meinen Betrieb nicht mitnehmen. Ja, das geht ja gar nicht. Wie soll ich meine Flächen mitnehmen? Und das ist einfach der Witz. Der Mittelstand hier blutet komplett aus mit so einem Wahnsinn und wir gucken alle zu. Ich bin ja der Mittelstand. Ich bin
Wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Ich habe bei uns auf dem Betrieb ganz viele Handwerker, die bei uns arbeiten. Aber wenn wir nicht mehr da sind, wer soll denn das machen? Wir können nicht weg. Und dann höre ich, dass wir Strom extrem teuer machen und verknappen. Und wir sollen, alle Steuerzahler, sollen dann die großen Betriebe. Und der Habeck sitzt ja dann bei Lanz und sagt, für wen gilt das, fragt der Lanz. Ja, nur für die großen Betriebe dann. Ach, alle anderen nicht, oder was? Es ist doch nicht mehr normal. Und ich verstehe nicht, warum das deutsche Volk so blöd ist und das hinnimmt. Was muss denn noch passieren, bis wir sagen, nee? Also, das Ding ist nur, es sagen ja viele, nee, die Frage wäre nur, und das wäre eine Frage für den Schluss der Sendung, die Frage, so, was machen wir? Weil Gewalt ist ja auch keine Lösung. Also das heißt, was kann jeder Einzelne tun, um dazu beizutragen, dass wir zurück zum gesunden Menschenverstand kommen? Ja, das ist nämlich mein Lieblingsspruch, der gesunde Menschenverstand. Deswegen bin ich auch einer neuen Partei beigetreten. Aber mir geht es vor allem darum, ich mache keine Werbung für eine Partei, mir geht es darum, dass wir erstmal alle zur Wahl gehen. Es kann nicht sein, dass fast die Hälfte in dem Land nicht zur Wahl geht. Und damit machen wir genau die Parteien, die wir nicht wollen, stark. Und dann, wir dürfen auf jeden Fall nicht mehr das Krebsgeschwür in Deutschland wählen. Und das sind die Grünen. Eindeutig. Das sind die Grünen. Und ich kann das auch begründen. Gerade wir im ländlichen Raum. Die Grünen kriegen immer auf Landesebene als Spielball Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium und machen genau das, was ich hier gerade die ganze Zeit erzählt habe. Und die anderen Parteien sind die Steigbügelhalter dafür, das muss man auch mal genauso sagen. Ja, da nehme ich jetzt gar keine etablierte Partei aus, die mit den Grünen koalieren, aber die machen das ja nur, um an der Macht zu bleiben. Wenn die Alternativen hätten, dann würden die das ja nicht mehr machen müssen, so extrem bekloppt. Aber das ist für mich der schnellste Weg, um zumindest den weiteren Absturz zu verhindern. Ja, wir werden aufschlagen. Die Frage ist nur, wie hart werden wir aufschlagen? Ja, und das ist vielleicht die große Frage. Vielleicht müssen wir lernen durch Schmerz. Am Ende ist das wahrscheinlich immer wieder das. Aber das klingt jetzt erstmal so dramatisch oder so hart, aber das ist ja das, wodurch der Mensch grundsätzlich lernt, also durch Schmerz. Ja, und wahrscheinlich, das wäre jetzt auch wieder fast eine philosophische Frage, kann man diesen Weg abkürzen oder müssen da jetzt erstmal alle durch? Herr Feistel, mich würde noch mal interessieren, Sie als Journalist, woher weiß denn der Einzelne, was er nun glauben soll oder nicht? Also wie kommen Sie zu Ihren Erkenntnissen? Na, wir leben ja in so einer Informationsflut, dass es irgendwie schwierig ist, da noch wirklich Orientierung zu finden. Ich glaube, letzten Endes ist es auch ein Stück weit eine Frage des Vertrauens. Also welcher Quelle vertraue ich so, dass ich denke, die Information würde ich für mich oder erachte ich erstmal für wichtig? So, und welcher Quelle eben nicht? Und das muss jeder für sich ausmachen. Das am Ende geht es darum, offen zu bleiben, offen für alles zu bleiben, das offen sowieso, für alle genau. Ansichten zu bleiben. Genau. Und die Bereitschaft zu haben, sich damit auch auseinanderzusetzen und eben nicht aufgrund irgendeiner Behauptung durch die Gegend zu rennen und zu sagen, das sind ja alles nur Idioten. Genau, das ist jetzt ein hehres Ziel, die Bereitschaft, sich mit allem auseinanderzusetzen. Aber die meisten Menschen hier im Alltag haben darauf, glaube ich, erstens wenig Zeit dafür und zweitens wahrscheinlich auch gar nicht so viel Lust, so eine nach einem 8-Stunden-Tag sich nochmal abends hinzusetzen und dann sich nochmal mit verschiedenen Positionen zum Thema Klimawandel auseinandersetzen. Das ist ja auch, fordert ja auch einiges ab. Und dann ist es natürlich bequem, wenn du sagst, ich schalte die Tagesschau an, die sagt mir 15 Minuten alles, was ich glauben soll. Gut, aber auch das ist wieder wie die Entscheidung am Einkaufsregal. Auch heute Abend, die Menschen, die hierher gekommen sind und gesagt haben, wir machen nicht die Glotze an, sondern wir gucken uns jetzt mal einen Abend bei Fairtalk an und schauen uns an, was die da zu sagen haben. Letzten Endes ist es eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Also danke, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank. Herr Fiedler, sind Sie eher Optimist oder eher Pessimist in Bezug darauf, ob wir durch Informationen eine Abkürzung nehmen können oder ob wir als Gesellschaft tatsächlich erst doch noch weiter in ein tiefes Tal rein müssen? Naja, also jetzt sind so viele Themen aufgemacht worden. Ich versuche mal jetzt zuerst die Frage zu beantworten. Wir haben ja auch noch, das möchte ich noch kurz sagen, wir haben hier nachher auch noch das Q&A. Deswegen, haben ja auch noch die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen versuchen Sie es etwas komprimiert bitte zu beantworten, wenn es geht. So, Optimist oder Pessimist? Ich bin wahrscheinlich Berufspessimist, weil das ist ja, also die Themen, über die wir schreiben, sind nicht schön. Ne? Das heißt, also Dirk und ich sagen mal, wir sind so Gülletieftaucher.
und bringen ein ums andere Mal aus diesem ganzen Morast da immer was Neues ins Tageslicht und denken so, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja? Also und um das jetzt mal im übertragenen Sinne zu sagen, also das ist quasi wie so eine Mülldeponie, die ist schön, die ist stillgelegt, die ist, ne, da ist ein bisschen Erde drüber, ein paar Bäume drauf gepflanzt und sowas. Wir haben in Oldenburg sowas, das sieht toll aus, ne? Also ein schöner Park. Und da sind jetzt da zwei Typen, Felix Feistel wahrscheinlich auch noch, ein dritter, ne? Und die stehen da mit dem Spaten und buddeln da was aus und sagen, ey, guck mal hier, Kühlschrank, was soll das denn? Oder guck mal hier, das ist, sieht da auch nicht so ganz aus, irgendwas Strahlendes und so. Und was hat denn jetzt der Brennstab hier zu suchen, so ungefähr? Das ist ja das, was wir machen. Deswegen bin ich Berufspessimist. Das heißt, wir holen diese ganzen seltsamen Dinge aus der Versenkung hervor. Und ich wollte zu den Informationen sagen, die wichtigen Informationen sind die Informationen, die man schwer finden kann. Alle anderen Informationen sind irrelevant. Alles das, was ich bei Google auf der ersten Seite habe, ist irrelevant, brauche ich nicht. Wir werden demnächst in Google komplett rausgeschmissen. Eike genauso wie Fairtalk, wie bei uns wäre es ja Geschichten aus Wikihausen oder Dirk Pohlmann jetzt mit dem dritten Jahrtausend irgendwas in Richtung. Aber das ist schon wieder so fatalistisch. So ja, alle, das ist so wie, ja, aber ich muss sagen, das ist Realismus. Nein, das weiß ich nicht, ob das Realismus ist, dass also auch bei anderen Themen, ohne da jetzt weiter wieder in die Details zu gehen, weil dann würde das den Rahmen der Sendung sprengen, aber es gibt immer Mittel und Wege, neue Wege zu bestreiten. Also ja, wir passen uns an. Das ist Evolution im Informationskrieg, könnte man sagen. Dann sind wir halt bei einem eigenen Portal, wie auch immer. Also ich glaube. Naja, die Leute finden es dann nicht mehr. Für die ist das Internet Google. Und das ist ja auch schon so angedacht. Wenn ich auf dem Smartphone was mache, bin ich in Google zuerst. Und das ist nicht von ohne. Also wir werden sehen, also alle, die hier sitzen, werden wahrscheinlich dann Alternativen finden. Es gibt ja auch noch andere Suchmaschinen, zum Beispiel metager.de oder was auch immer. Nur so als Hinweis. So, aber das war die eine Frage. Also die wichtigen Informationen sind die Informationen, die ich nicht leicht finde, nach denen ich suchen muss. Ein Informationsgewinn für jeden von uns ist immer mit Anstrengung verbunden. Das heißt, alles, was ich ohne Anstrengung da bekomme, ist im Zweifelsfall keine Information, das ist dann irgendwie Propaganda von der einen oder anderen Seite, die das ganz gut geschafft hat, das Ding möglichst sichtbar zu platzieren irgendwo in der Öffentlichkeit. So, das heißt also, wenn ich mich wirklich über ein Thema Klimawandel informieren will, dann muss ich auf die Seiten kommen, die ich nicht sofort finde eventuell. Und gezielt danach suchen, gibt es denn auch Gegenpositionen. Also immer, wenn ich eine Position habe und dazu keine Gegenposition finde, müsste ich eigentlich schon kritisch werden. Das ist die Arbeitsweise und ich arbeite so, ich weiß nicht, wie Sie das machen. Also ich gucke immer zuerst, gibt es eine Gegenposition dafür, ist die logisch, ist die in sich konsistent, die Argumentation, die da kommt? Okay, wenn ja, wo finde ich noch mehr darüber? So, zum Thema alternative Energien. Ich bin bei der Kernenergie, weil ich auch sehr viel Chemie gemacht habe, na klar, also da gehe ich mit, das ist richtig. Vom Namen her, allerdings ist das natürlich auch, das ist ein gesetzter Begriff, der natürlich viel besser rüberkommt als Atomenergie, weil der anders belegt ist. Atomenergie ist vom Begriff her falsch, gehe ich voll mit, ich kenne ja die Argumentation. Also, aber ich gehe immer vom dünnsten anzunehmenden Benutzer aus. Und wir haben jetzt auch gerade in Fukushima gesehen, das große Problem war nicht unbedingt nur, dass da das Wasser jetzt auch das Notstromaggregat noch überflutet hat und dann auch noch, dass die Stromverbindung, also dass jetzt wirklich der Strom komplett zusammengebrochen ist. Ein großes Problem war... In Japan, genau. Ein großes Problem war zum Beispiel, dass die Überdruckventile in das Gebäude gingen. Also die Überdruckventile aus dem... Ganz kurz, wir kommen zu sehr ins Detail. Das spielt da mit rein. Also die Überdruckventile von diesem Atomreaktor gehen ins Gebäude. Wenn ich einen Meiler habe, der sich überhitzt, weil da überhaupt kein Kühlkreislauf mehr läuft, dann entsteht Knallgasgemisch im Zweifelsfall, weil das Wasser in die Elektrolyse geht und dann geht das über die Überdruckventile raus. Und das sollte ich vielleicht nicht ins Gebäude ableiten, weil dann ist nämlich die gesamte Elektronik hin und dann kann ich das Ding komplett wegschmeißen. Das ist ja das große Problem gewesen. Also die Frage ist fail safe. Also was passiert, wenn ich ein System habe, was komplett versagt? Und da gehe ich bei der Kernenergie nicht mit, aber ich würde bei der Kernfusion mitgehen zum Beispiel. Das halte ich für ein... Okay, ist aber ein anderes Thema. Genau, ist ein anderes Thema, aber da würde ich sagen, ja, das ist, wenn das komplett versagt, ist der Schaden bei Weitem nicht so hoch, wie wenn ich jetzt ein Kernkraftwerk habe, was dann hochgeht. Wir haben dieses Denken, das ist eine typisch deutsche Denke übrigens. Ne? Also zum Beispiel in Australien, nur mal so, die Lastwagen haben da, wenn die ein Bremssystem haben, sie bauen den Druck auf, damit die Backen schließen. Wenn sie aber ein Leck im Bremssystem haben, haben sie damit ein Problem.
Das war auch schon Grund für viele Unfälle. In Deutschland ist es oder in ganz Europa ist es umgekehrt. Das heißt, ich muss Druck aufbauen, damit die Backen überhaupt weggehen von den Bremsen. Und wenn ich einen Druckverlust habe, gehen die sofort ran. Das ist fail safe. Das heißt also, wenn es versagt, das System, ist es sicher. Das heißt, der Lastwagen kommt da zwar nicht mehr vom Fleck, aber der macht auch keinen Unsinn, da, indem er irgendwo reinfährt. Und das vermisse ich halt bei der Kernenergie. Das Energiesystem der Zukunft wird mit Sicherheit wahrscheinlich irgendwas Elektrisches sein, davon gehe ich aus. Das große Problem bei der Elektrik haben wir, ist das Speichersystem. Also zum Beispiel ein Elektromotor ist vom Aufbau und von der Leistungsfähigkeit deutlich besser als ein Verbrennungsmotor, ganz keine Frage. Also wer jetzt Tesla fährt, wird das ja bestätigen können. Das sind ja wahre Rennwagen im Vergleich zu jedem Porsche, der daneben fährt. Und wenn ich da die Leistung irgendwo herkriege, bin ich einfach schneller, weil die Elektromotoren viel mehr Leistung viel schneller auf die Straße bringen. Das Problem ist die Energiespeicherung. Also wo kriege ich die Batterie? Genau. Muss es denn eine Batterie sein? Also ich habe zum Beispiel eine Sache im Kopf. Ich glaube, das war der Ingenieur, der diesen Audi Quattro erfunden hat. Der hatte auch ein System erfunden, dass ein Wagen mit einer Brennstoffzelle auf Alkoholbasis läuft. Ich meine, es war Methanol-Brennstoffzelle. Solange wir nichts Neues haben, sollten wir auf Teufel komm raus auf den fossilen Energien natürlich beharren. Natürlich. Ansonsten machen wir hier die ganze Zivilisation kaputt. Also eins habe ich gelernt heute bei Ihnen, Herr Fitter. Eine kurze Antwort ist nicht möglich. Doch, geht. Es geht nicht so. Herr Lee, die Energieform der Zukunft und vor allem noch mal ganz kurz die Frage Optimist oder Pessimist, beziehungsweise haben wir einen Optimisten überhaupt am Tisch? Ja, ich, na klar, selbstverständlich. Okay, ja, ich wäre auch einer, Herr Feistel, Optimist. Ich bin ein pessimistischer Optimist. Also, ganz kurz zum Schluss bitte noch. Ich wollte schon angedeutet, Technologie offen. Ich bin auch absolut der Meinung, dass ohne AKWs nicht geht. Mhm. Fakt ist auch, dass Fukushima mit einem deutschen Kernkraftwerk nicht passiert wäre. Nichts wäre da passiert. Gar nichts. Und von daher ist es schade, dass wir ist so. Also das hat der Adrian Glaubitz mir glaubhaft versichert. Ja, eindeutig. Das ist eindeutig. Also ich kriege jedes AKW in die Luft gejagt, wenn ich die Stromversorgung unterbreche, komplett. Dann ist das. Sprechen wir nachher nochmal drüber, ganz ehrlich. Wir haben Abschaltsysteme, das wäre dann nicht passiert. Es gab ja auch, es war ja auch, ist viel zu aufwendig. Aber mir geht es darum, dass wir, und da bin ich bei Ihnen, dass wir nicht technologieoffen sind. Das haben Sie ja gerade bestätigt, weil das muss man ja sagen. Hätte man die FDP nicht gehabt, wäre der Verbrenner ja zumindest gesetzlich verboten worden, wobei ich ganz sicher bin, dass das irgendwann von welcher Regierung auch immer in naher Zukunft gekippt werden würde. Und wir werden weiter Verbrenner fahren. Das sieht man auch an Herstellern in Japan. Da setzen alle drauf. Ich meine, gehen Sie mal in die USA und fragen Sie mal, warum fährt denn das Fahrzeug nicht mit AdBlue? Dann sagen die mit AdWas? Was ist das denn? Dann sind wir auch schon wieder dabei. Das ist komplett lächerlich, was wir hier machen in Deutschland. Also das ist abenteuerlich. Und mir geht's einfach darum, dass wir die Technologieoffenheit behalten. Und dann lasst uns doch mal gucken, was kommt. Ja, also vielleicht Kernfusion ist ja so ein Punkt. Vielleicht empfindet irgendjemand was anderes. Ich bin kein Freund der Kernfusion. Nein, aber ich mag ja sein. Deswegen, also mir geht's einfach darum. Ich bin totaler Optimist. Totaler Optimist. Aber das kann man in Deutschland leider immer weniger sein, wenn ich weiß, dass wir in Deutschland nur noch 7 Lehrstühle haben für Kerntechnologie und 127 für Genderforschung. Da stimmt da was nicht. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Also jeder kann so leben, wie er will. Aber wenn ich das den Leuten inzwischen, und das nervt mich ja auch so, an den Schulen, was wir unseren Kindern in die Köpfe reinprügeln, was meinen Sie, was passiert? Ich habe Schulbücher aus Baden-Württemberg gesehen, wo dann drin steht, Bauern sind Mörder, Bauern sind Tierquäler, Bauern sind Umweltvergifter und sowas. Ja, und dann darf man sich nicht wundern, dass unsere Landwirtschaft hier so angefeindet wird. Ich kriege ja Videos zugespielt, wo Leute auf der Straße stehen und sagen, stopp, hier fährst du nicht mehr vorbei. Das ist bei mir in der Nachbarschaft so. Du sprühst dir das Gift nicht mit deiner Pestizidmaschine aus. Dabei ist da Dünger drin. Also das ist total irre. Also die Leute werden so verblödet in diesem Land und die werden auch so heiß gemacht, ja, dass es genau da gegen die Leute geht, gegen die Grünen zum Beispiel was haben. Und deswegen geht es wieder um die Eigenverantwortung, sich selbst zu informieren. Absolut, total. Der pessimistische Optimist, Herr Limburg, zum Schluss. Gute Frage. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel habe. Deutlich mehr als hier wahrscheinlich so im Umkreis. Und ich kann sagen, wir haben es noch immer geschafft, uns aus dem Schlimmsten wieder rauszuwühlen, auch wenn es schwierig war. Pessimismus kommt daher, dass ich denke, wir haben eine versaute Bildung.
Wir haben wenig Kinder, die überhaupt da sind, also von der Zahl her. Man muss sich ja nur die Alterspyramide oder die Tannenbaum oder was immer ansehen. Wir bringen den jungen Leuten zu wenig und das Falsche bei. Wenn sie dann also in Berufsleben gehen, dann machen sie was mit Medien, aber wenig MINT-Fächern oder irgendwo nicht gegen Medien. Also bin ja hier zu Gast. Aber mit MINT-Fächern hat kaum jemand was am Hut. Das macht mich pessimistisch. Auf der anderen Seite denke ich, so kann es nicht weitergehen und der Überlebenswille wird da sein. Die Intelligenz ist immer noch da und vielleicht auch eine gewisse Portion Klugheit. Und deswegen glaube ich, dass wir das schaffen werden, wenn auch unter erheblichen Wohlstandsverlusten. Das ist nun mal so, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und es bleibt zu hoffen und das dient meiner Arbeit oder ist meine Arbeit und auch Ihre nehme ich an, damit zu helfen, dass das so wird. Dass wir nicht aufgeben, niemals aufgeben, sondern weitermachen und dafür sorgen, dass die Gedanken, die wir hier diskutiert haben, auf breitere Resonanz kommen und dann entsprechend die Wahlen sind ja ganz gute Anzeichen da. Auf der anderen Seite muss man auch Tucholsky zitieren, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten. Ich hoffe, er hat Unrecht. Insofern bin ich ein pessimistischer Optimist. Danke, Herr Limburg. Und das Schlusswort gebührt heute dem Mann in Grün. Herr Feistel. Ob ich Optimist bin? Ja. Notgedrungen. Weil ich bin, glaube ich, an diesem Tisch, würde ich mal sagen, der Jüngste und ich habe noch am meisten Zukunft vor mir. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 31. Hm? Da muss man, glaube ich, notgedrungen Optimist sein, weil sonst kann man sich allerdings auch gleich beerdigen gehen. Genau. Und das, habe ich jetzt nicht vor. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf auch Ihren Beruf, Journalist? Weniger mehr Offenheit in der Diskussion, eigentlich im Grunde mit weniger ist es schon sehr gut umrissen. Vielen Dank. Ja, spannend. Ich denke, wir hätten heute noch locker 2 Stunden dranhängen können und wir hätten ja noch das ein oder andere Thema aufmachen können. Es gibt noch viel zu besprechen, aber an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Gleich kommt noch unser Q&A hier mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dieser Runde. Herzlichen Dank an Markus Fiedler. Dankeschön, Herr Fiedler. Ich danke auch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Anthony Lee. Herr Lee, vielen Dank für Ihr Kommen. Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an Michael Limburg. Danke, Herr Limburg. Und ein herzliches Dankeschön an Felix Feistel. Dankeschön, Herr Feistel. Danke euch fürs Zuschauen, danke an das gesamte Fairtalk-Team, danke für eure Unterstützung, die wir dringend für dieses Projekt benötigen, um es in die Zukunft zu führen. Vielen, vielen Dank auch an alle hier im Publikum. Danke, dass ihr hier bei uns seid und ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage wie immer bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht, tschüss. Macht's gut, bis bald. Danke. Auf Augenhöhe.